So, meine lieben Damen und Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen, a warm welcome, bienvenue am Mönchengladbach, in Mönchengladbach. Wir begrüßen vielleicht nicht alle hier im Audi Max, aber mehrere hundert Teilnehmer auf der 5. Europäischen Sommeruniversität. Mein Name ist Sonja Taubert. Und ich bin Maria Wahle und die Teilnehmerinnen, die wir hier gerade vor Ort haben, kommen aus 16 europäischen Ländern, aber auch aus Afrika, wie zum Beispiel Benin, Togo oder Mali. Und leider können natürlich viele andere auch nicht hier sein wegen strikter Visapolitik. Das ist jetzt auf jeden Fall schon zu bedauern. Hört ihr mich jetzt hinten? Ah, großartig. Welchen Teil habt ihr denn nicht verstanden? Okay, das machen wir jetzt nicht. Also, wir haben ein sehr spannendes Programm. Die nächsten Stunden sind gefüllt hier im Audi Max. Wir haben als erstes mal drei Redebeiträge. Davon ist einer auch ein kleiner organisatorischer Einschub, denn hier ist auf jeden Fall eine Menge Infrastruktur installiert worden und es gibt auch einiges zu wissen für die, die hier vor Ort sind. Und gegen 20 Uhr übergeben wir hier an das französische Moderationsteam und dann geht es nochmal richtig ab, würde ich sagen. Und was dann auch noch folgt, sind musikalische Beiträge. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Gitarre zu sehen. Diverse Präsentationen und Aktionsberichte. Wir dürfen gespannt sein. Danke. So, und wir begrüßen heute Abend ganz herzlich den Universitätspräsidenten Professor Grünewald, dann den Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach, Felix Wolfgang Heinrichs, und Professorin Birgit Mahnkopf. Herzlich willkommen. So, und als erstes möchte ich Professor Grünewald ans Mikrofon bitten. So, einen schönen guten Abend. Ist die Lautstärke okay? Bisschen näher? Okay. Sie sagen schon, wenn es nicht ankommt, ne? Erstmal, liebe Gäste, seien Sie alle ganz herzlich willkommen hier in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein, an unserem Campus. Wir sind wirklich geehrt, als Ort ausgewählt worden zu sein, die Europäische Sommeruniversität der sozialen Bewegungen mitorganisieren und mit austragen zu dürfen. Das ist eine ganz schöne Herausforderung und wir wissen, dass die bisherigen europäischen Sommeruniversitäten durchaus auch in größeren Städten mit größeren Hochschulen stattgefunden haben. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt auch nach Jahren der Pandemie, wo wir so große Veranstaltungen fast vergessen haben, dass es sie noch gibt, wieder mal eine machen können und dass dann auch tatsächlich so viele dazugekommen sind. Und ich begrüße unsere Studierenden, ich begrüße die Gäste der Sommerakademie, der Sommeruniversität und ich möchte ganz am Anfang, damit ich es auf keinen Fall vergesse, ein Dankeschön aussprechen an das Organisationsteam dieser sehr großen, sehr komplexen Veranstaltung. Da haben ein paar Vollprofis wirklich gut zusammengearbeitet, um eine hoffentlich reibungslose Logistik für viele Bühnen, für viele Orte, für hunderte von Einzelevents in 3 Tagen auf die Beine zu stellen. Und dazu haben ganz viele Personen beigetragen, deren Gesichter wir möglicherweise nicht einmal selbst sehen werden. Das sind Leute aus unserer Hochschule, das sind Studierende unserer Hochschule, das ist die Studierendenschaft und das sind die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Veranstalter. Veranstalter sind die Bildungsorganisation von ATTAC und das europäische Netzwerk ATTAC sowie weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Und wenn Sie auf der Webseite nachschauen, wie viele Stiftungen und NGOs
diese Aktivitäten der Europäischen Sommeruniversität unterstützen, können Sie sehen, wie letztlich Bedeutung diesem Event beigemessen wird und wie viel europäische Reichweite und Tiefe es auch hat. Für uns ist das tatsächlich eine große Chance und ich bin ganz besonders unserem AStA, ich weiß gar nicht, ist einer von euch hier, unserem AStA sehr, sehr dankbar dafür, dass sie uns am Ende auch überzeugt haben, diese Veranstaltung hier als Hochschule mit zu hosten. Ich gestehe freimütig, das war kein Selbstläufer, wir mussten das ein bisschen diskutieren und haben auch ambivalent darüber gesprochen und haben uns am Ende von den Chancen überzeugt und von den Mehrwerten, die das auch für unsere Studierenden bietet. Was bietet das für unsere Studierenden? Na, wie für alle Gäste der Veranstaltung natürlich auch. Es sind die Themen der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns in diesen Tagen in viel, viel größerer Schärfe noch bewegen, als sie das sonst zu tun pflegen. Der Klimawandel, die Energieversorgung, Themen von Bildungszugang, von Gerechtigkeit, von einer liberalen, demokratischen, freiheitlichen Ordnung der Welt, von Krieg und Frieden, von gesundheitlicher Versorgung für große Teile der Bevölkerung, von Ernährung. Das sind alles Themen, die uns auch als Hochschule und unsere Studierenden kontinuierlich beschäftigen und bewegen, in buchstäblich allen unseren Studiengängen in immer verschiedenen Facetten. Was wir als Hochschule unseren Studierenden immer mitgeben wollen, ist ein solides Grundgerüst für eine Orientierung in der Welt, für eine gefestigte demokratische Gesinnung, für die Fähigkeit, einen Standpunkt zu vertreten und letztlich auch wollen wir Ihnen umso wichtiger in der Zeit des Klimawandels und der zunehmenden Verschärfung von Ressourcen kämpfen, ein solides Gerüst an Methoden, Denkweisen und Methoden nachhaltigen Handelns mitgeben. Das sind alles Themen, die auch im Programm der vielen Dutzend, Hunderte Veranstaltungen dieser drei Tage der Europäischen Sommeruniversität hier vorkommen. Und deshalb ist es für uns geradezu ein Glück, dass wir hier der Ort sind, den Sie ausgewählt haben, die Europäische Sommeruniversität durchzuführen. Dass die ernsten Themen im Vordergrund stehen, ist das eine. Aber reden wir durchaus auch ein klein wenig noch von Spaß und Freude. Wir sind ja nun alle richtig froh darüber, dass wir nach der Pandemie mal wieder auf die Straße können, dass wir wieder Menschen treffen können und dass zur Europäischen Sommeruniversität auch viele, viele Gelegenheiten schön zu feiern gehören, Musik zu hören, Kultur zu genießen und das gehört auch dazu. Denn bei aller Ernsthaftigkeit der Herausforderungen, mit denen sich unsere Gesellschaft zu beschäftigen hat und mit aller Seriosität, mit der gerade unsere junge Generation sich bemühen muss, diesen Herausforderungen mit sehr viel Kompetenz zu begegnen, ohne Optimismus, ohne Zuversicht und ohne auch mal durchzuatmen und ohne auch mal tüchtig zu feiern, geht das wiederum auch nicht. Und deshalb ist ein schön ausbalanciertes Programm von Spaß und Freude und von Information und Diskussion Teil der Europäischen Sommeruniversität, der ich dann hiermit einen großartigen Verlauf und allen teilnehmenden Personen viel gute, anregende Gespräche und natürlich auch eine gute Unterhaltung bei Spaß und Freude wünsche. Vielen Dank fürs Herkommen. Ja, vielen Dank, Herr Grünewald. Herr Oberbürgermeister Heinrichs, darf ich Sie nach vorne ans Mikrofon bitten? Danke. Okay, dann darf ich Sie auch noch alle herzlich begrüßen. Gut, für die Dolmetscherinnen, dann können die das besser übersetzen. Herzlich willkommen in Mönchengladbach. Und es ist mir eine wirklich große Freude zu sehen, wie viele Menschen unterschiedlichen Alters den Weg hierhin gefunden haben in diese Stadt, die ich seit ungefähr 2 Jahren als Oberbürgermeister vertreten darf. Weil 2 Dinge unglaublich gut zusammenpassen. Mönchengladbach und das Thema soziale Bewegung. Mönchengladbach ist der Hort, in dem 1890 der sogenannte Volksverein gegründet worden ist.
Und für die damalige Zeit war das revolutionär. Denn es ging darum, die Lebenssituation von Arbeitern in den Textilfabriken hier am Standort zu verbessern. Aber genauso, wie wir uns kritisch mit unserer Zukunft beschäftigen, müssen wir uns natürlich auch kritisch mit diesem Kapitel Vergangenheit beschäftigen. Und deswegen sagen wir aus einer heutigen Perspektive heraus natürlich, dass es zwar ein gutes Ansehen gewesen ist, dass das aber nicht mit unseren Maßstäben heute vielleicht kombinierbar ist. So ehrlich muss man dann sein. Weil worum ging es früher? Es ging natürlich darum, die Arbeitskraft zu erhalten. Es war eine Sicht von Unternehmern, diesen Volksverein zu gründen. Und trotzdem begann damit eine soziale Tradition hier in dieser Stadt und der Region, die teilweise eben über den Volksverein damals reichsweit, also in ganz Deutschland, gewirkt hat. Dass Sie hier hingekommen sind, zeigt, und dass die Hochschule, lieber Thomas Grünewald, auch offen dafür ist, zeigt, dass ein Diskurs notwendig ist in unserer Gesellschaft. Ein Diskurs darüber, was Gerechtigkeit bedeutet, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und die Formen mögen unterschiedlich sein, solange Protest immer friedlich ist. Aber wir müssen deutlich machen, und da teile ich Ihre Ziele, dass eben ein Konsum wie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten in der Zukunft nicht mehr sein kann. Dass Nachhaltigkeit verstanden als Trias aus Ökologie, Ökonomie und sozialem Ausgleich verstanden sein muss. Und dass es uns allen darum gehen muss, hier in der Region, und dann sind wir doch wieder in Mönchengladbach, einen Strukturwandel zu bewältigen. Denn klar ist, dass wir aus der Braunkohle aussteigen. Und für die Stadt Mönchengladbach war es nie eine Frage, ob Braunkohle gut ist oder nicht. Wir waren seit den 80er Jahren, seitdem Garzweiler hier rübergewandert ist, dagegen. Weil klar war, auch parteiübergreifend muss man sagen, an der Stelle klar war, dass mit dem Tagebau eben auch der Verlust von Heimat, von Land und natürlich auch ökologische Folgen verbunden sind. Und wenn man heute in Mönchengladbach sich bewegt, dann kommt man kaum an den Folgen dieses Bergbaus oder des Tagebaus vorbei, weil es sich eben auswirkt auf Grundwasser, weil es sich auswirkt auf Wegebeziehungen, weil es sich auswirkt auf das Zusammenleben von Menschen. Sie haben also einen guten Ort gewählt, um zusammenzukommen. Und auch wenn es nicht Paris ist oder eine andere große europäische Stadt, so ist es doch eine sehr schöne Stadt. Und ich hoffe, dass Sie nicht nur in den Hunderten von Workshops und Seminaren, die es geben wird an diesen Tagen, zueinander finden werden, dass Sie sich fortbilden werden, dass Sie kritisch diskutieren werden, sondern dass Sie eben auch die Zeit nutzen, um vielleicht ein bisschen die Stadt und die Region kennenzulernen, wenn Sie denn nicht vom Niederrhein kommen. Dass sie neue Kontakte knüpfen, denn das ist ein ganz wichtiges Band der Solidarität, denn solidarisch ist man immer mit anderen Menschen. Das ist kein abstrakter Begriff, sondern das ist etwas sehr Konkretes. Und in einer Zeit, wo wir eben mit Krieg konfrontiert sind in Europa, mit steigenden Energiepreisen, mit Unsicherheiten für viele, viele Millionen Menschen in unserem Land, in Europa und weltweit, muss man eben auch immer wieder groß schreiben, wie wichtig der Wert von Solidarität ist. Und auch da will ich ein ganz tolles Beispiel aus dieser Stadt abschließend benennen, wenn es darum geht, Menschen, die auf der Flucht aus der Ukraine sind, unterzubringen. Es ist gelungen, in Mönchengladbach über 1.000 Menschen mittlerweile in Wohnungen unterzubringen. Dass wir eben nicht nur darauf setzen, große Flüchtlingsunterkünfte zu haben, wo Hunderte von Menschen auf engem Raum zusammenwohnen müssen, sondern dass es gelungen ist, ganz viele Menschen zu aktivieren, die bereit waren, eine Wohnung bereitzustellen, die bereit waren, teilweise auch ihre Miete zu senken, damit wir eben nach den Regeln, die wir nun mal haben, Menschen auch wirklich würdig in Wohnungen unterbringen können. Und ich glaube, das sagt auch etwas aus über vielleicht auch das geistige, das Mindset von Menschen, die hier leben. Und wenn Sie diese Menschen kennenlernen in den nächsten Tagen, wenn Sie diese Region kennenlernen, dann fahren Sie vielleicht auch noch mit einem anderen Bild vom Rheinland nach Hause, tragen das mit im Kopf, mit im Herzen. Und deswegen wünsche ich Ihnen viel Erfolg für diese Tagung. Ein bisschen Vergnügen und Spaß gehört eben auch mit dazu. Vor allen Dingen aber einen kritischen Diskurs und hoffe, dass Sie Mönchengladbach in guter Erinnerung behalten werden. Vielen Dank, viel Erfolg in Mönchengladbach. Ganz vielen Dank, Herr Heinrichs. Das macht Lust darauf, auch mal Mönchengladbach näher zu besichtigen. Dankeschön. So, bevor wir zu Birgit Mahnkopf kommen, möchte ich einmal ganz kurz unsere Hauptkoordinatorin, Projektleiterin Christiane Kühnrichs ans Telefon bitten, ans Mikrofon bitten. Sie ist diejenige, die jetzt einmal einen ganz großen Applaus verdient, neben allen anderen. Applaus
Christiane, das Wort an dich. Danke. Ja, hallo und guten Abend. Ich bin Christiane Kühnrich. Ich habe gemeinsam mit einem großen Team aus Ehrenamtlichen diese Veranstaltung, diese Europäische Sommeruni der sozialen Bewegungen 2022 seit mittlerweile über einem Jahr vorbereitet. Bevor wir in das Programm richtig einsteigen, noch ein, zwei, drei kurze organisatorische Hinweise von mir. Zuallererst und als Wichtigstes, das ist eine Mitmachveranstaltung. Das heißt, alle packen mal mit an, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Wir haben dafür einen Raum hier im Erdgeschoss, WE08. Wer Zeit und Lust hat, mal hier und da aufzuräumen, an der Cafeteria zu helfen, Bänke zu tragen etc., bitte dort melden, Raum WE08, da gibt es immer Infos, wo gerade jemand gebraucht wird. Für die Leute, die auf dem Campingplatz nächtigen, der dringende Hinweis, bitte, Rauchen ist dort nicht gestattet, keine Feuer, keine Grills, keine Flammen, nichts. Wir haben hohe Brandgefahr zurzeit. Wer Wertsachen einschließen möchte oder schweres Gepäck kurzzeitig loswerden, kann das tun, auch im Erdgeschossraum WE08. Dann noch die Bitte von der Technik, die Übersetzungsgeräte, die einige von euch am Ohr haben, bitte unbedingt nach den Veranstaltungen immer wieder abgeben. Nicht behalten mit dem Gedanken, ich gebe sie am Sonntag wieder ab, immer nach den Veranstaltungen abgeben und dann wieder neu ausleihen. Und zum Schluss bittet unser Social Media Team darum, wer möchte, twittert gern zu der Veranstaltung, Instagram etc. Hashtag ist ESU22 bzw. ESU2022. Bei Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, alles Mögliche, gerne Leute ansprechen, die so ein blaues Namensschild haben, die wissen alle zumindest, wer was wissen könnte. Und damit war es das schon von mir. Ich wünsche uns allen viel Spaß, tolle Tage und eine gute Zeit. Ich stehe hier nur ganz kurz, um das Mikro direkt an Frau Professor Dr. Mahnkopf zu übergeben. Ich stelle sie rein. Schönen guten Tag, guten Abend. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mein Manuskript vorlesen werde. Ist nicht sonst meine Art, aber ich habe den Text schon an die Übersetzer gegeben und es ist für sie deutlich leichter, als wenn ich hier so drauf losschwadroniere. Zu dem Thema ist Folgendes zu sagen. Es ist mir vorgegeben worden und wenn man den Titel liest, Die Welt im Wandel, aber wohin, kann man hier sagen, ist ja ein recht noch näher. Ah. dann kann man ja nur sagen, ist ja eigentlich ein eher profaner Titel. Moderne kapitalistische Industriegesellschaften gelten ja nicht zuletzt deswegen als die Spitze der menschlichen Entwicklung, weil sie über scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten verfügen, den ökonomischen, den technologischen, den sozialen, den politischen Wandel zu befördern. Nun, meist geschieht dieser Wandel inkrementell, also schrittweise, manchmal aber auch abrupt und mit den von Josef Schumpeter beschworenen kreativen Zerstörungen, die freilich aus ökologischer Sicht viel häufiger so etwas wie zerstörerische Kreationen sind. Auch die Rede vom Klimawandel legt es nahe, dass die Erwärmung der Erde sukzessive vor sich geht. Gleichwohl wissen wir seit langem, dass wenn bestimmte Kipppunkte der biophysischen Systeme der Erde erreicht sind, es keine allmähliche Verschlechterung der Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzenwelt gibt, sondern dass es zu kaskadenartigen Dominoeffekten kommt, die dann zu irreversiblen, also nicht mehr rückholbaren Zusammenbrüchen von Ökosystemen führen. Heute zeigt sich, dass die Komplexität der Wechselwirkungen in den Modellen des Weltklimarates
wohl grundsätzlich unterschätzt wurde. Gegenwärtig befinden wir uns nämlich auf einem Pfad, der bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu einer gegenüber dem vorindustriellen Level Erderwärmung von 3 Grad Celsius und mehr führen wird. Es entsprach allerdings der Logik der Klimaverhandlungen von 2015, sich auf die in der nahen Zukunft zu erwartende eher niedrigere Erderhitzung von 1,5 bis 2 Grad Celsius zu orientieren. Und man muss sagen, auch die Gemeinschaft der Klimaforscher, die nicht als Panikmacher diskreditiert werden wollten, haben dabei mitgespielt, die Annahmen über eine nahende ökologische Katastrophe eher abzuschwächen. Nun, weil das System des industriellen Kapitalismus fokussiert auf fossile Energie, abhängig von diesem wie nichts, weil dieses System nicht in Frage gestellt werden soll, gehören schön reden und vor allen Dingen schön rechnen zur üblichen Praxis von politischen Entscheidungsträgern auf nahezu allen politischen Ebenen. Doch auch Nichtregierungsorganisationen und einige zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich an diesem gefährlichen Spiel des Selbstbetrugs beteiligt. Meist in der Überzeugung, dass politische Entscheidungen unbedingt attraktiv sein müssen. Vor circa 2 Wochen, also zu Beginn des August dieses Jahres, sind nun die wohl einflussreichsten Klimaforscher der Welt mit einer Publikation an die Weltöffentlichkeit getreten. Unter dem Titel Climate Endgames plädieren sie dafür, unbedingt die Worst-Case-Szenarios in den Blick zu nehmen, die sich aus der Erhitzung des Erdklimas um 3 Grad Celsius und mehr bis zum Ende dieses Jahrhunderts ergeben werden. Wir sind also dabei, in einer Spanne von nicht einmal 100 Jahren uns zurück zu katapultieren zu Temperaturen, wie sie in der frühen Phase des Eozäns vor sage und schreibe 50 Millionen Jahren gegeben hat. Also lange bevor vor 12.000 Jahren der Mensch, wie Max Frisch ausdrückte, im Holozän, diesem furchtbar menschenfreundlichen Zeitalter, erschienen ist. Es ist damit zu rechnen, dass als Folge einer historisch gänzlich anormalen Wachstumsdynamik die durch den gerade einmal 250 Jahre alten modernen Industriekapitalismus auf fossiler Basis in Gang gesetzt worden ist, lebenserhaltende Ökosysteme kollabieren. Ich will Sie jetzt nicht darüber belehren, welche das sind, Sie kennen sie die alle. Aber auch vielerorts ist es bereits heute so, bei einer gerade mal etwas über 1 Grad Celsius liegenden Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Level, dass der Nexus zwischen Wasser, Energie und Nahrungsmittelproduktion, und das ist die Grundlage allen Lebens auf diesem Globus, dass er so weit zerrissen ist bereits, dass die Ernährungssicherheit für Milliarden von Menschen auf lange Zeit nicht mehr gewährleistet werden kann. Von einem sanften und beherrschbaren Wandel, wie im Titel angekündigt, kann also bei einem Übergang zu einem um 3 Grad heißeren Planeten wahrhaftig nicht die Rede sein. Das gilt auch hinsichtlich von vielen Krankheiten, die damit verbunden sind, insbesondere mit Zoonosen wie Covid-19 eine ist. Gleichzeitig muss aber in Zeiten wachsender existenzieller Not in vielen Gesellschaften mit einer Zunahme von gewaltsamen inner- und zwischenstaatlichen Konflikten gerechnet werden. Die erwähnte Studie dieser Klimaforscher warnt in diesem Zusammenhang vor, ich zitiere, synchronem Scheitern. Das global auf Länder und auf Systeme, ökonomische, technologische, alle möglichen von Menschen gemachten Systeme ausgreifen könnte, vergleichbar der Domino-Dynamik, die globale Finanzkrise in den Jahren 2007, 2008 ins Rollen brachte und dann fast nicht mehr zu stoppen war. Vor diesem Hintergrund lautet die Leitthese meines Beitrags wie folgt. Wir haben es heute mit einer Vielzahl von Entwicklungen zu tun, die sämtlich darauf verweisen, dass 2 Prinzipien, auf denen der moderne Industriekapitalismus
beruht, grundsätzlich in Frage gestellt werden müssen. Zum einen ist es die Freisetzung der Märkte aus jeglicher gesellschaftlicher Kontrolle und ihre Überantwortung an ein zutiefst inhumanes Prozedere, nämlich die Steuerung von Angebot und Nachfrage nach Waren jeglicher Art, allein durch einen Preis, der sich auf unregulierten Märkten bildet. Zum anderen handelt es sich um das Prinzip, durch die Nutzung von fossilen Energieträgern die Energieproduktion pro Hektar Land zu steigern. Obwohl wir doch wissen, seit Kant, der das so ausgedrückt hat, dass es sich bei der Erde um eine Kugelfläche handelt, wo nun mal das Land nicht vermehrbar ist. Nur wenn es uns in sehr kurzer Zeit gelingt, die menschliche Zivilisation so zu organisieren, dass sie ohne die kapitalistische Akkumulationsdynamik auskommt und mit einem sehr viel geringeren Energieverbrauch, als wir ihn vor allen Dingen in den altindustrialisierten Ländern des globalen Nordens haben, gibt es für die Menschheit auf diesem einstmals so schönen blauen Planeten noch eine Zukunft. In einem ersten Argumentationsschritt, obwohl mich das Zeit kostet, aber ich denke, in dem Kontext dieser Sommeruniversität wäre das durchaus angebracht, sich einmal daran zu erinnern, was sich eigentlich alles nicht gewandelt hat, obwohl viele von uns, die hier im Raum sitzen, daran 30 Jahre versucht haben, mitzuwirken. Denn eine Rückerinnerung an den ausgebliebenen gesellschaftlichen Wandel, es ist keine erfreuliche Einsicht, bringt uns auf den Hinweis, dass all unsere Versuche, eine Regulierung der Globalisierung zu bewerkstelligen, faktisch misslungen sind. Die großen Versprechen der Globalisierung wurden sämtlich gebrochen. Erstens haben weder die Öffnung der Märkte für Arbeit, für Kapital, für Waren, für Dienstleistungen und in einem geringeren Umfang auch für Arbeit, sowie die Vertiefung der globalen Arbeitsteilung, aber auch nicht die Verbilligung von Gütern und Dienstleistungen dazu geführt, dass es zu der erwarteten parallelen Entwicklung gekommen wäre, nämlich einer globalen Verbreitung von Demokratie, Menschenrechten und Frieden. Zweitens haben die liberalisierten und deregulierten Kapitalmärkte zu einer enormen Zunahme aller Art von Spekulation geführt. Der Fokus wirtschaftlicher Aktivitäten liegt seit Jahrzehnten weitaus stärker nicht auf der produktiven Wertschöpfung zur Deckung essentieller menschlicher Bedürfnisse, sondern auf raschen und hohen Zinsgewinnen und auf der Mehrung von Shareholder Value. In der Folge sind wir heute drittens auf der einen Seite mit exorbitant gestiegenen Geldvermögen konfrontiert, die mit immer ausgeklügelteren Methoden weltweit nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen und auf der anderen Seite mit dem spiegelbildlichen Zuwachs von privaten, aber vor allen Dingen von souveränen Schuldnern. Die souveränen Schuldner, also die Staaten, sehen sich dadurch zuvorderst in einer Verantwortung gegenüber den Geldvermögensbesitzern und nehmen, wenn überhaupt, ihre Rechenschaftspflicht gegenüber den Wahlvölkern nur in zweiter Linie wahr. Das befördert in vielen Ländern der Welt autoritäre und xenophobe, ja, ich würde sagen, Konterrevolutionen. Viertens hat die Durchsetzung eines einheitlichen Weltmarkts für Waren und Dienstleistungen und in einem gewissen Umfang auch für Arbeit zwar zur Etablierung vieler globaler Standards geführt, Standards für technische Normen, für Preise, für Produktionsstandards, doch es gilt weitaus weniger eine Verbreitung auch von global gültigen Arbeits- und Menschenrechtsnormen, noch viel weniger von universellen Umweltnormen. Mit der von Karl Marx als eine Tendenz in seiner Zeit, als eine Tendenz beschriebenen, zu Beginn des 21. Jahrhunderts aber tatsächlich vollendeten Weltmarkts, kam es zugleich fünftens zu einer weltumspannenden, global vernetzten Produktion. Das aber bedeutet, dass Marktteilnehmer nunmehr gezwungen sind, egal wo sie leben und was sie produzieren, sich am unteren Ende der Wertschöpfungsketten als Preisnehmer zu verhalten. Denn wer sich nicht als Standardsetzer qualifiziert, kann nur versuchen, die von anderen gemachten Preise zu unterbieten. Das geschieht durch niedrige Löhne, durch die Verletzung geltender Arbeitsnormen und häufig auch durch die Verletzung grundlegender Menschenrechte und Umweltstandards.
am oberen Ende der Wertschöpfungskette hat aber derselbe Prozess zu einer enormen Kapitalkonzentration geführt und diese begünstigt die Konversion von ökonomischer Macht in politische Einflussnahme. Diese Art der Globalisierung der letzten Jahrzehnte hat bekanntlich zu einem dramatischen Zuwachs an ökonomischer und sozialer Ungleichheit geführt. Ja, auch in Europa und in den reichen Ländern des globalen Nordens. Weitaus mehr aber in der von Dieter Sengers so bezeichneten Nicht-OECD-Welt, in der die große Mehrheit der Weltbevölkerung lebt. Auch wenn die deutsche Außenministerin noch immer von einer regel- und normbasierten Außenpolitik fantasiert, so stellt sich die Realpolitik im Jahre 2022 anders dar. Die Vision als Vision war Global Governance kurzfristig zur Selbstermutigung durchaus geeignet. Heute aber erweist sie sich, um die neuerdings wieder salonfähige Sprache des Militärs zu bemühen, als ein Rohrkrepierer. Auch die EU ist längst kein Role Model mehr für die Herausbildung einer solchen Ordnung. Keine normative Macht, die für Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden, soziale Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit steht und beispielgebend für andere Staaten wirkt, sowohl in ihren Innen- wie in ihren Außenverhältnissen. Wie das andere veraltete Rollenmodell, das American Way of Life, so kommt auch das europäische Modell nicht ohne den nach innen gerichteten Schutz durch Mauern der Ungleichheit aus und ohne die brutale, häufig todbringende Ausschließung von Menschen durch den Einsatz von militärischen Mitteln an seinen Außengrenzen. Nein, zum Glück geschieht dies gegenwärtig nicht gegenüber Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, jedenfalls dann nicht, wenn sie eine weiße Hautfarbe haben. Dafür umso unerbittlicher gegenüber Menschen, die weniger weiß und uns weniger ähnlich sind als ukrainische Staatsbürgerinnen. Die harte Seite der sogenannten wertebasierten europäischen Außenpolitik bekommen vornehmlich Menschen zu spüren, die aus der Sahelzone, dem Nahen Osten oder aus den von den USA und ihren NATO-Verbündeten mit brutalen Sanktions- und Interventionskriegen überzogenen Staaten in Vorderasien fliehen. Freilich wissen wir seit vielen Jahren, dass die wachsende Ungleichheit in den europanahen Regionen des globalen Südens vor allen Dingen deswegen viele Menschen in die Flucht, zuerst in die großen Städte der eigenen Länder und die Jungen von ihnen dann häufig auch weiter bis nach Europa treibt, weil das Leben in den ländlichen Regionen ihrer Herkunftsregion zu einer Qual geworden ist. Wir sind auch über die Ursachen dieser Qual bestens informiert. Die durch internationale Organisationen erzwungene Liberalisierung der Landwirtschaft, den unerbittlich ebenfalls von internationalen Organisationen durchgesetzten Schuldendienst, die die Regierungen vieler sogenannter fragiler Staaten leisten müssen und so weiter und so weiter. Vor allem aber wissen wir, dass es die Folgen einer zur neuen Normalität gewordenen ökologischen Katastrophe sind, die heute und in naher Zukunft immer mehr Menschen auf den lebensgefährlichen Weg nach Europa treiben. Seien dies langanhaltende Dürreperioden, desaströse Überschwemmungen, Feuerwalzen oder Heuschreckenschwärme biblischen Ausmaßes. Ebenso sind es aber auch viele inner- und zwischenstaatlichen Konflikte, die befeuert durch die leicht zugänglichen Waffen jeglicher Art diese ökologischen Krisen begleiten und verstärken. Weniger sicher bin ich mir, ob wir zumindest hier auf der Europäischen Sommeruniversität der sozialen Bewegungen auch darin übereinstimmen, dass eine adäquate politische Antwort auf diese zunehmend chaotischen Konflikte notwendig ist, die tatsächlich radikale politische Maßnahmen bedeuten würde. Und zwar solche, die notwendigerweise in die Eigentumsinteressen vieler Akteure und ja auch in die Freiheitsrechte vieler Menschen eingreifen müssten. Seit Jahrzehnten ist ja bekannt, dass der riesige ökologische Fußabdruck der europäischen Bürgerinnen dramatisch schrumpfen muss, aber vor allem der deutschen Europäerinnen. Denn wir Deutschen haben bereits am 4. Mai dieses Jahres und nicht erst am globalen Erdüberlastungstag am 28. Juli 2022
mehr Holz, Pflanzen, Nahrungsmittel und so weiter verbraucht, als in einem Jahr nachwachsen kann und weit mehr CO2 ausgestoßen, als Ozeane und Wälder absorbieren können. Wir wissen inzwischen aber auch recht gut, welches die harten Eckpfeiler eines ökologischen Imperativs wären, an der sich jegliche Politik auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene ausrichten müsste. Die Dimensionen, um die es dabei geht, lassen sich für Deutschland als dem führenden Industrieland der Europäischen Union vereinfacht so verdeutlichen. In Deutschland geht es schlichtweg darum, sämtlichen Ressourcenverbrauch zurückzuführen, zunächst auf den der 1970er Jahre, dann in einem zweiten Schritt auf den der 1960er Jahre, um bei dem der 1950er Jahre zu landen. Mit den technologischen Fortschritten, die wir seither gemacht haben, muss das nicht ein Verlust von großen zivilen Vorteilen mit sich bringen. Das würde allerdings selbstverständlich weitaus größere Einschnitte für die Reichen und die Mittelklassen bedeuten müssen, aber seien wir ehrlich, auch die ärmeren Schichten in den europäischen Gesellschaften müssten wohl den Konsum von nicht lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen drastisch einschränken, entweder freiwillig oder eben im Rahmen einer Managed Austerity, also einer gesteuerten Sparsamkeit. Ganz sicher aber lässt sich eine sozialökologische Transformation nicht dadurch realisieren, dass unser gewaltiger Verbrauch von fossilen Energieträgern durch die Elektrifizierung aller gesellschaftlichen Aktivitäten substituiert wird. Noch mehr. Und dies im Vertrauen darauf, dass die gewaltigen Strommengen dann aus erneuerbaren Quellen bezogen werden können. Denn das ist schlichtweg unmöglich. Nein, ein Umstieg auf erneuerbare Energieträger würde es uns nicht ersparen, mit jener Zauberformel, die ich erwähnt habe, zu brechen. Nämlich der, dass die Wachstumsdynamik des modernen Industriekapitalismus seit 250 Jahren auf der gesteigerten Energieproduktion pro Hektar prinzipiell nicht vermehrbarer Fläche Land beruht. Es mag vielfältige Doppelnutzungsmöglichkeiten für viele Hektar Land auf dem Globus geben, doch um die größte aller drohenden ökologischen Katastrophen wenigstens abzuschwächen, nämlich eine weitere Zerstörung der Artenvielfalt, müssten bis zu 50% nach Angaben der Wissenschaftler der Lebensräume auf diesem Planeten unter Schutz gestellt und einer menschlichen Nutzung zumindest sehr weitgehend entzogen werden. Das würde bedeuten, dass alle Bedürfnisse aller Erdenbürger nur durch einen sehr sparsamen Umgang der verbleibenden Hälfte von Land gedeckt werden könnte. Das ist letztlich der ökologische Imperativ, den wir eigentlich befolgen müssten. Nun, eine solche Aussicht dürfte selbst bei Akteuren der europäischen sozialen Bewegung die Begeisterung für eine sozialökologische Transformation dämpfen. Doch ist das nicht dieses wenig rosige Bild, dass wir uns von einer derartigen Transformation machen müssen, welches uns erschrecken muss, sondern eher der Sachverhalt, dass eine solche Transformation des fossilen Kapitalismus im Sommer 22 nirgendwo auf der Tagesordnung steht. In Deutschland, sorry, ich habe hier wieder Chaos gemacht. Und jetzt muss ich in der Tat dann doch ein Thema berühren, das nicht vermeidbar ist. Denn kaum hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und geopolitische Schachzüge, die keineswegs allein auf das russische Konto gehen, uns mit der Notwendigkeit konfrontiert, im kommenden Winter mit weniger Energie auskommen zu müssen, werden nahezu alle energiepolitischen Weichen, die einen European Green Deal einleiten sollen, in Windeseile demontiert. Der Finanz- und Wirtschaftskrieg, mit dem die NATO-Staaten Russland in die Knie zwingen wollen, machen den European Green Deal faktisch zu einem Fake-Programm. Das im März 2022 beschlossene Repower-EU-Programm ist ein energiepolitischer Skandal. Erlaubt es doch für die Dauer von 5 bis 10 Jahren
5% mehr Kohleverbrennung in der Europäischen Union. Also 100 Terawatt pro Jahr, nur um eine Vorstellung zu geben, das ist der Energieverbrauch ganz Belgiens. Allerdings wird die Kohle nun nicht mehr aus Russland, sondern per Schiff aus dem fernen Australien, aus Südafrika, aus Kolumbien herangeschafft. Der Ausbau der Atomenergie, gleichzeitig beschlossen und als Anlagesphäre von der Europäischen Kommission empfohlen, geschieht in Ungarn, in Tschechien, in der Slowakei, in Belgien, in Großbritannien und natürlich in Frankreich. Aber das wird dazu führen, dass im Jahre 2030 Millionen Megawatt an erneuerbarer Energie, so wie sie dann haben werden, aus dem europäischen Stromnetz herausfliegen. Weil, wenn es zu einem Überangebot an Strom kommt, müssen sie rausfliegen, weil man Atomkraftwerke einfach nicht abschalten kann, so von heute auf morgen. Zudem gab es zwar auch schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine in der Europäischen Union, aber dank unserer großen Nachfrage auch in Russland und in der Ukraine, infrastrukturelle Lock-ins, also Einschließungsmechanismen in das fossilistische Regime, die wirklich nicht leicht zu beseitigen waren und sind. Seit ein paar Monaten aber erleben wir, zusätzlich zu dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, ein absurdes Sanktionstheater, das die europäischen Staaten in Sachen Energiepolitik aufführen, und dieses hat das Potenzial, zu einer selbstmörderischen Farce zu werden. Erst wurde ein Teilembargo auf 2/3 aller Ölimporte aus Russland beschlossen, mit der Folge, dass nun ein anderes, ebenfalls in einen mörderischen Krieg verwickeltes und für seine Menschenrechtsverletzungen berüchtigtes Regime, nämlich das in Saudi-Arabien, zu einer Ausweitung seiner Ölförderung gedrängt wird. Nach den Plänen von Repower Europe sollte bis Ende 2022 nur noch ein Drittel so viel Gas aus Russland importiert werden wie zuvor. Gleichzeitig ist aber von einem Gaskrieg Russlands gegen uns die Rede, weil Gazprom als Antwort auf die Finanzsanktionen der NATO-Staaten, die Russland vom internationalen Devisenverkehr ausgeschlossen haben, auf der Bezahlung in Rubel bestanden hatte. Nun, und in Deutschland, das vom russischen Gas besonders abhängig ist, wird seit einiger Zeit immer wieder behauptet, Russland breche die langfristigen Gasverträge, obwohl niemand weiß, welche Mengen Gas der russische Staatskonzern Gazprom zu liefern verpflichtet ist und ob das Unternehmen im Augenblick 50% oder lediglich 2% der vertraglich vereinbarten Menge liefert. Denn diese Verträge sind geheim und sie werden geheim bleiben. Der tatsächlich von Seiten der westlichen Mächte in Gang gesetzte Energiekrieg, der seinen Anfang nahm, mit dem von den USA erzwungenen Aus für die Pipeline Nord Stream 2, treibt selbstverständlich die Preise für alle fossilen Energieträger in schwindelerregende Höhen und dann natürlich auch für viele Industriegüter, die von diesen abhängig sind. Daher haben sich nach Daten der Internationalen Energieagentur die Nettoeinnahmen der großen Energiekonzerne im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Ein Großteil der Windfall-Profits nutzen die Aktionäre von Shell, BP und Co., um Dividendenausschüttungen vorzunehmen und ihre eigenen Aktien zurückzukaufen. Russisches Pipeline-Gas entweicht natürlich weiter aus der Erde, denn Pipelines kann man nun nicht einmal mit einer Handbewegung einfach umdrehen und in eine andere Richtung fließen lassen. Und das heißt, es wird zu großen Teilen abgefackelt, verursacht also große Mengen an klimaschädlichen Emissionen, zusätzlich zu dem, was wir uns an Gas von anderen Orten der Welt beschaffen. Gleichzeitig heizen die Europäer, allen voran die deutsche Bundesregierung, die Nachfrage nach dem noch weit umweltschädlicheren Fracking-Gas an, egal woher das auch kommen mag und egal zu welchem Preis sie es beziehen müssen. Dazu werden im Golf von Mexiko genauso gut wie an europäischen Küsten horrende Investitionen in neue Infrastrukturen für die Verflüssigung, für den Transport und für die Wiedervergasung von Fracking-Gas getätigt.
Diese Investitionen aber zahlen sich nur dann aus und müssen nicht als Stranded Assets abgeschrieben werden, wenn solche Infrastrukturen tatsächlich wenigstens 30 Jahre in Betrieb bleiben. Und in 30 Jahren, bitteschön, da wollte die Europäische Union doch bereits klimaneutral sein. Hinzu kommt, dass weder von den Politikern noch von den Wirtschaftsbossen in der EU nicht nur nichts unternommen wird, um die Kriegsparteien Russland und Ukraine zu Friedensverhandlungen zu drängen. Ganz im Gegenteil. Es werden stattdessen riesige Summen für die Militarisierung der EU aufgewendet. Allein in Deutschland fließen allein 100 Milliarden zusätzlich in den Verteidigungshaushalt, derweil völlig unklar ist, wie die allein für Deutschland auf 600 Milliarden geschätzten Investitionskosten für den angekündigten Ausbau von Wind- und Solarstrom finanziert werden sollen. Zugleich werden parallel zu den faktischen explosiven Bomben auch noch riesige Carbon Bombs gebaut. Als Carbon Bombs haben Journalisten des Guardian die fast 200 neuen großen Öl- und Gasprojekte bezeichnet, die in diesem Jahr vorangetrieben werden. Nach ihren Berechnungen ist damit zu rechnen, dass zusätzlich zu den 36,5 Milliarden Tonnen CO2, die wir jedes Jahr ausstoßen, durch diesen Ausbau, durch diese Carbon Bombs, noch einmal 1 Milliarde zusätzlicher CO2 emittiert werden. Kurzum, der Krieg in der Ukraine wird zum Anlass genommen, den Krieg gegen den Planeten in eine neue Eskalationsstufe zu treiben. Dieser Krieg gegen den Planeten kann keine Sieger kennen, aber er geht vor allem zu Lasten von Milliarden Menschen in den Ländern des globalen Südens und zu Lasten der jungen Menschen unter uns. Denn energiepolitische Weichen, die in den wenigen Jahren bis 2030, also in 8 Jahren, in die falsche Richtung gestellt werden, setzen ihre Zukunft auf ein Gleis, auf dem nur Züge fahren, die auf einen Abgrund zusteuern. Daher wäre es zu wünschen, dass diese Europäische Sommeruniversität vor allem eine Botschaft an die europäische Öffentlichkeit senden möge. Nichts braucht Europa heute dringlicher als Frieden. Wenn Europa keine Friedensmacht... Wenn Europa aber keine Friedensmacht mehr werden will, wird der uns und dem Rest der Welt bevorstehende Wandel nur unregierbares Chaos, Gewalt und Zerstörung bedeuten. Wenn es nicht gelingen sollte, in Europa eine große Friedensbewegung in Gang zu setzen, da frage ich mich, wozu braucht es dann noch soziale Bewegungen? Wer wird dann in einer Krise der Zivilität im Innen- wie im Außenverhältnis der europäischen Völker, die sich schon heute abzeichnet, dieser noch entgegentreten können? Wenn die europäischen sozialen Bewegungen sich nicht als eine den Kontinent übergreifende Friedensbewegung neu erfinden, werden sie, so vermute ich, in den bevorstehenden harten Konflikten wohl entbehrlich sein. Gewiss, dafür braucht für eine solche Perspektive bräuchte es zuerst die Einsicht, dass dem fossilen Kapitalismus die Grundlage entzogen werden muss. So sehen es jedenfalls die jungen Aktivisten, die unter dem Slogan End Fossil Occupy für den Herbst in der ganzen Welt Schulen und Universitäten besetzen wollen. Ich teile ihre Sicht und zitiere deshalb aus ihrem Aufruf. We need to be more disruptive than ever. As that's our only chance for survival. We need to disrupt business as usual. Die Möglichkeit, weiterzukommen. Wir müssen nicht so einfach so weitermachen. Wir müssen mobilisieren und organisieren unsere Schulen und Unis. Es kommt noch ein Satz danach, und der heißt Universities and Unis und Schulen trainieren uns für eine Welt ohne Zukunft, eine Welt vom fossilen Kapitalismus. Die europäischen sozialen Bewegungen werden in den kommenden Tagen in vielen Workshops und Foren zur Sprache kommen. Aus meiner Sicht aber stellt End Fossil Capitalism das übergeordnete und daher wichtigste aller Ziele dar. Dankeschön.
So, ich stehe jetzt noch ein letztes Mal hier, eigentlich um an Attac Frankreich zu übergeben, aber vielleicht gucken wir dann kurz noch mal zusammen auf das Banner und übergeben das Wort an Stefan. Ja, hallo zusammen. Wir möchten hier jetzt für euch ankündigen, dass wir auch im Rahmen dieser Sommeruniversität am Samstag eine große Aktion vorhaben. Wir sind hier vor den Toren des größten Braunkohleabbaugebiets der Welt. Hier in Garzweiler werden klimaschädliche fossile Energien, wird hier fossiler Brennstoff abgebaggert ohne Ende, und ein Dorf, Lützerath, ist akut vom Abbaggern bedroht. Wir starten hier zusammen, halte das mal ein bisschen höher, wir starten am Samstag um 16 Uhr. Wir haben genug Busse organisiert, damit ihr alle teilnehmt an einer Aktion, die dort in Lützerath stattfinden wird. Bitte kommt alle um kurz vor 16 Uhr zum Zelt draußen, wo es Kaffee gibt, zum Kaffeezelt, und dort starten wir dann zu einem Spaziergang und zu einer angemeldeten rote Linienaktion. Wir wollen eine große rote Linie machen, die deutlich macht, hier endet der fossile Abbau, hier ist Ende Gelände, hier ist Schluss, hier ist das 1,5-Grad-Ziel. Im Weiteren werden wir noch eine große Aktion machen mit einem X. Wir wollen ein großes, tolles Bild machen, das mit Drohnen aufgenommen wird. Und wir werden dort noch weitere kleine Aktionen machen. Bitte wendet euch an mich oder an Emilio, der hier drüben steht, wenn ihr da dann noch teilnehmen wollt. Also an der kleineren Aktion, da brauchen wir noch Freiwillige, die werden wir noch einweisen. Und wir sind um 20 Uhr mit den Bussen zurück. Es ist Platz für jeden. Wir haben alles organisiert. Ihr seid herzlich willkommen, teilzunehmen. Am Samstag um 3:45 draußen am Zelt, wo es Kaffee gibt. Ihr seid herzlich eingeladen. Seid dabei. Stop that Klimakiller. Dankeschön, und dann weiter im Programm. Schön, dass ihr alle da seid. Hi, can everyone hear me? Okay. Hört man mich gut? Ich bin Alice von Attac Frankreich. Annick auch vom Attac Frankreich. Ich werde Englisch sprechen, weil ich meine, die meisten hier das verstehen können. Annick wird auf Französisch sprechen. Es tut mir leid, ich hatte keine Zeit, um meine Notizen zu drucken. Und wie die vorige Rednerin, ich muss vorlesen für die Dolmetscher. Ich werde die Orangenfesten erklären. In diesem zweiten Teil haben wir ein Gemisch. Ein bisschen Musik, ein paar Redner. Sie werden über die Diversität von den Bewegungen sprechen, die hier vertreten sind an der ESU. Zuerst haben wir ein Lied. Gerd Schinkel ist ein Liedermacher, ein Sänger, hat was mit uns zu teilen, ein paar Protestlieder. Und, ach ja, und wir werden die Songtexte teilen, sind hier auf Deutsch und auf Englisch.
Schönen guten Abend. Da muss noch mehr Saft drauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, da ist. Ist jetzt ein gewisser Pegel erreicht. Ich hoffe, dass ich verständlich bin. Ja, es wurde ein Sänger gesucht, der Lieder singt aus den sozialen Bewegungen. Ich schreibe seit 52 Jahren selber Lieder für soziale Bewegungen, für diverse. Und bin aber gefragt gewesen, dass ich sozusagen die Hymnen der Bewegungen in zwei Sprachen oder in einer fremden Sprache singen sollte. Und da habe ich dann den Vorschlag gemacht, dass ich 4 Lieder insgesamt über den Abend verteilt singen werde, die ich in die deutsche Sprache übertragen habe, nicht übersetzt habe. Übersetzungen mit Liedern ist immer ein bisschen schwierig. Das geht dann in Prosa besser, sonst sind sie nicht mehr singbar. Und ich fange einfach an mit einem Lied, geschrieben hat das Anne Finney, eine amerikanische Singer-Songwriterin, die ein Thema aufgegriffen hat, das hier bei uns in den Auseinandersetzungen der sozialen Bewegungen immer wieder eine Rolle spielt. Have you been to jail for justice? Ich werde es zweisprachig singen. Was it Cesar Chavez or Rosa Parks that day? Some say Dr. King or Gandhi set them on their way. No matter who your mentors are, it's pretty plain to see. If you've been to jail for justice, you're in good company. Have you been to jail for justice? I wanna shake your hand. Cause sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Then you're a friend of mine. Wer war es gewesen, der den Weg als erster ging? War es Mahatma Gandhi oder Martin Luther King? Egal, wenn man vorausging, man erkennt es gut. Wer wie sie in Knast geht für Gerechtigkeit, es tut. Wer in Knast geht für Gerechtigkeit, dem reich ich die Hand. Mit Sitzblockaden, Todstellen zeigst du Gewissen und Verstand. Und singst du laut für Freiheit, hakst im Protest dich ein. In Knast gehst für Gerechtigkeit, will ich dir zur Seite sein. You law-abiding citizens, come listen to this song. Laws are made by people and people can be wrong. Once unions were against the law, but slavery was fine. Women were denied the vote while children worked the mine. Gesetzestreue Bürger, dies für euch gesungen wird. Gesetze sind von Menschen, viele haben sich geirrt. Viel war früher verboten, doch Sklaverei erlaubt. Frauen ohne Wahlrecht, der Mann hat sich im Recht geglaubt. The more you study history, the less you can deny it. A rotten law stays on the books, till folks with guts defy it. Blick in die Geschichte und dann geht es auch zu. Falsches Recht bleibt falsches Recht, dich wehren solltest auch du. Und zeigt zivilen Widerstand, gewaltfrei im Protest. Und lern aus der Geschichte, dass sich Unrecht ändern lässt. The law's supposed to serve us and so are the police. But when the system fails, it's up to us to speak our peace. We must be ever vigilant for justice to prevail. Get courage from your convictions, let him haul you off to jail. Das Recht soll Menschen schützen, das soll auch die Polizei. Wenn dieses System versagt, dann machen wir uns davon frei. Lasst uns tapfer streiten für Gerechtigkeit. Mut wächst aus Überzeugung, seid zum Widerstand bereit. Have you been to
to jail for justice, I want to shake your hand. Cause sitting in and lying down are ways to take a stand. Have you sung a song for freedom or marched that picket line? Have you been to jail for justice? Then you're a friend of mine. Den Knast geht für Gerechtigkeit, den reich ich die Hand. Mit Sitzblockaden totstellen zeigst du Gewissen und Verstand. Und singst du laut für Freiheit, hakst im Protest dich ein. In Knast gehst für Gerechtigkeit, will ich dir zur Seite sein. In Knast gehst für Gerechtigkeit, will ich dir zur Seite sein. Dankeschön. Mein Name steht übrigens nicht in diesem Heft drin. Ich bin aber nicht einer von denjenigen, die bewusst darauf verzichten, zu sagen, wie sie heißen oder irgendeinen Fantasienamen nehmen. Ich heiße Gerd Schinkel und ich singe gerne dort, wo man diese Art von Liedern hören will. Now we're gonna have a 5-minute break. That was not planned, but I'm told. Es gibt eine 5-Minuten-Pause. Wir haben festgestellt, dass viele von den deutschen Zuhörern gar keine Kopfhörer da haben. Also wenn Sie der Verdolmetschung gleich zuhören wollen, brauchen Sie die Kopfhörer. Ich bin darum gebeten worden, Französisch zu sprechen, und es ist einfacher für die Dolmetscher, wenn ich Französisch sprechen würde. Also, wenn Sie mir zuhören wollen und die Verdolmetschung hören wollen, brauchen Sie die Kopfhörer. Also jetzt eben eine 5-Minuten-Pause.
Oui, ça marche, oui. On va rück. Wir machen weiter, um nicht zu viel Zeit zu verlieren und zu spät hier fertig zu werden. Also vielen Dank an alle, die hier sind. Bitte setzt euch hin und seid leise. Ich übergebe das Wort an Alice, die das Vorgehen vorstellen wird. Vielen Dank. Alice wird also das weitere Programm vorstellen und das, was während dieser Sommeruniversität der sozialen Bewegung passieren wird. Und ebenfalls wird sie über das Awareness-Team sprechen. Das ist etwas, was wir hier bei der Sommeruniversität eingerichtet haben. Und ich übergebe das Wort an Alice. Vielen Dank. Also, ich wurde gebeten, auf Französisch zu sprechen. Das ist einfacher für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, denn so übersetze ich jetzt einfach meinen Text vom Englischen ins Französische und rede ein bisschen langsamer. Das erleichtert Ihnen das Leben. Also, das Awareness-Team geht von dem Prinzip aus, dass es Machtstrukturen in der Gesellschaft gibt und diese Machtstrukturen werden reproduziert, auch innerhalb sozialer Bewegungen. Und das passiert bewusst genauso wie unbewusst. Wir sind alle in einer Welt aufgewachsen, die leider Sexismus, Heterosexismus, Rassismus, Klassismus, Großophobie und weitere Oppressionsmechanismen verstärkt und so geben wir die selber wieder, ohne selbst uns davon bewusst zu sein. Wir sind also nicht unbedingt verantwortlich dafür, aber wir sind verantwortlich dafür, diese Unterdrückungen festzustellen, ob es nun Worte sind oder Taten oder Geschehnisse, die systemischen Unterschiede und Unterdrückungen widerspiegeln, die in unseren Aktivistenkreisen herrschen. Es geht also hier um einen Kampf für soziale Gerechtigkeit. Wir müssen diese Unterdrückung also anerkennen und erstmal erkennen, die sich gegen Menschen richten, die schon von anderen Institutionen unterdrückt werden. Und das passiert in deren Alltag. Wir möchten also, dass alle sich hier wohlfühlen und gut aufgenommen in unseren sozialen Bewegungen. Und zwar von dem Moment an, in dem sie unsere Ziele teilen. Und daher müssen wir hier Maßnahmen und Prozesse einsetzen, um diese unterdrückenden Handlungen und Verhaltensweisen zu verhindern. Ihr habt das bestimmt im Programm gesehen. Es gibt einen Safe Space, aber es ist natürlich nicht 100% safe. Wir müssen hier zugeben, es sind natürlich auch Unterdrückungen, die uns betreffen und es ist schwierig, sich davon loszulösen, denn wir sind damit aufgewachsen in unserem Alltag mit diesem unterdrückenden System jeden Tag. Aber wir wollen versuchen, dass diese Mechanismen sich hier nicht ausdrücken, nicht so sehr ausdrücken, wie in der sonstigen Gesellschaft, sondern dass wir hier einen besonderen Ort schaffen. Daher haben wir diese Gruppe geschaffen, das Awareness-Team, das Menschen unterstützt, die diese schwierige Momente erleben auf emotionaler Ebene. All diese Personen können also sich an das Awareness-Team wenden und das Awareness-Team kann man unter der Handynummer hinter mir erreichen, ist auf die Tafel geschrieben. Man kann diese Nummer anrufen oder
das Team im Raum Z134A auf der ersten Etage am Ende eines Korridors zu finden ist. Was das Awareness-Team macht, ist, wenn ihr Unterstützung braucht, wir hören euch zu und wir hören zu und gucken, was ihr braucht und versuchen euch darin zu unterstützen, damit ihr euch wieder gut und wohl und aufgenommen hier in der Sommeruniversität fühlt. Wir werden nicht eure Erlebnisse, Empfindungen in Frage stellen. Wir nehmen sie ernst, so wie ihr sie ausdrückt. Und es ist die Perspektive der Opfer von eventuellen Aggressionen und unterdrückenden Verhaltensweisen, was hier wichtig ist. Also ich habe das schon gesagt, es gibt den Raum und eine Handynummer. Dann gibt es die Freiwilligen des Awareness-Teams, die hier herumlaufen werden mit diesen orangenen Westen. Also kommt gerne auf uns zu, wenn ihr selber Opfer geworden seid von Verhaltensweisen, die eure Grenzen überschreiten. Und oder auch wenn ihr das miterlebt habt, solcher Verhaltensweisen. Wenn ihr Zeugen, Zeuginnen seid, könnt ihr auf uns zugehen. Ihr könnt natürlich auch direkt handeln, wenn es möglich ist. Es gibt hier einige Prinzipien, die man respektieren muss. Macht es niemals anstelle der Person, die betroffen ist, sondern stellt sicher, dass ihr hier im Einverständnis handelt, wie diese Person die Situation angeht und wie sie die emotionell miterlebt und darauf, dass sie darauf achtet, was diese Person braucht. Wenn sie braucht, dass ihr eingreift, dann muss man auch das hier diskutieren mit der fraglichen Person. Ihr könnt ebenfalls die Person begleiten in den Raum Z134A. Und auch wenn ihr in einem Workshop so etwas mitbekommt, hier etwa Aussagen mitbekommt oder Verhaltensweisen, die euch verletzen, dann ebenfalls. Es gibt auch noch ein weiteres Prinzip, denn diese Unterdrückungsmechanismen, davon gibt es sehr viele, viel zu viele. Wir machen natürlich alle Fehler, das ist nicht schlimm, aber das Wichtige ist, diese Fehler auch sich einzugestehen und sich zu entschuldigen und darauf zu achten, sich zu informieren und sein Verhalten zu ändern, um diese Verhaltensweisen in der Zukunft nicht zu wiederholen und um so letztendlich auch einen Unterstützer, die Personen zu unterstützen, die unterdrückt werden, diskriminiert werden. Und wenn ihr über dieses Thema noch weiter diskutieren möchtet, dann könnt ihr auch gerne das Awareness-Team ansprechen, ebenfalls im Raum Z134A. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Merci, Alice. Vielen Dank, Alice. Ich denke, es ist wichtig, dass wir im Awareness-Team hier wirklich diesen Ansatz teilen. Diese Sommeruniversität der sozialen Bewegung ist eine europäische Sommeruniversität. Hier sind also verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Ländern anwesend. Wenn wir hier nun Länder nennen, möchten wir euch bitten, die Hand zu heben für das Land, aus das ihr kommt. Kommt hier jemand aus Spanien? Vielen Dank. Draußen sind noch mehr. Italien. Nein, doch. Super. Kommt jemand aus, und das hoffen wir doch, aus der Ukraine? Ich weiß, dass es hier
in der Sommeruniversität welche gibt. Vielleicht sind sie noch nicht da, aber wir grüßen sie auch, wenn sie noch nicht hier sind. Gibt es Menschen aus Belgien? Aha, super. Leute aus den Niederlanden? Ja. Großbritannien? Ja, in der Tat. Schweden? Nein? Okay. Norwegen? Aha. Menschen aus Frankreich? Gibt es Menschen, die nicht aus Europa kommen? Ich denke ja. Ein paar sollen hier sein. Großartig. Und vielleicht auch Menschen aus Deutschland. Vielen Dank. Ja, ich habe bestimmt Länder vergessen. Portugal. Und vielleicht gibt es auch noch andere Länder, die ich jetzt vergessen habe. Österreich. Aha. Das ist alles? Ah, Polen. Die Schweiz. Gut. Ergänzen Sie gerne. Also auf jeden Fall sind wir eine europäische Sommeruniversität der sozialen Bewegung und das ist wirklich großartig. Vielen Dank. Wir werden nun das Mikro wieder übergeben an unseren Sänger. Ja, ich. Jetzt ist wieder was drauf, ja. Also ich versuche so ein bisschen den Internationalismus auch über den Atlantik zu tragen und singe jetzt ein Lied, das im Original von Pete Seeger ist. Wenn einer für soziale Bewegungen gesungen hat, dann war der das. Und er hat ein Thema aufgegriffen, das damit zusammenhängt, dass in den Auseinandersetzungen, die da geführt werden, in sozialen Bewegungen oder mit der Staatsgewalt auch immer wieder Situationen kommen, in denen man eine gewisse Beklemmung empfinden kann. Old Devil Time heißt das im Original. Devil time, I'm gonna fool you now. Old devil time, you'd like to bring me down. When I feel low, my lovers gather round and help me rise. Fight you one more time. Plagst du mich Zeit? Teufel, du schreckst mich nicht. Glaub nicht mit Druck. Kriegst du mich jemals klein? Fühl ich mich gehetzt?
dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widersteh. Devil pain, you've often pinned me down. You thought I'd cry and beg you for the end. At that very time, my lovers gathered round and helped me rise. Fight you one more time. Plagst du mich, Schmerz? Du Teufel, krümmst mich nicht. Denkt nicht, ich wein und heul euch etwas vor. Ich bleib nicht allein. Dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widersteh. Old Devil Fear, you with your icy hands. Old Devil Fear, you'd like to free me cold. When I'm afraid, my lovers gather round and help me rise to fight you one more time. Plagst du mich, Angst? Du Teufel mit kalter Hand. Gefrierst du mich zu Eis? Zitter ich mal vor Angst? Dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widersteh. Devil hate, I know you long ago, before I learned the poison in your breath. When I hear your lies, my lovers gather round and help me rise. Fight you one more time. Plagst du mich, Hass? Teufel, ich kenn dich gut. Weiß, wie du riechst. Erkenn dich am Gestank. Versprühst du dein Gift, dann sind meine Liebsten da, geben mir Kraft, dass ich dir widersteh. No storm nor fire can never beat us down. No wind that blows carries us further on. And you feel, lovers gather round and we will rise to sing it one more time. Kein Feuer, kein Sturm uns je zu Boden zwingt, packt uns ein Wind, schiebt er uns nur voran. Ihr Engel,
ängstlich seid, ihr Lieben, dann kommt zu mir. Fehlt es euch an Mut, stärkt euch dieser Gesang. Kein Feuer, kein Sturm uns je zu Boden zwingt, packt uns ein Wind, schiebt er uns nur voran. Wenn wir ängstlich sind, dann sind unsere Lieder da. Fehlt es uns an Mut, stärkt uns unser Gesang. Uns an Mut, stärkt uns unser Gesang. Eh bien, merci beaucoup. Vielen Dank. Weiter geht es nun mit einem weiteren Teil. Das Wort bekommen nun Vertreterinnen und Vertreter der sozialen Bewegung, die hier vertreten sind. Es wird drei kurze Reden geben und danach ein weiteres Lied. Und danach gibt es nochmal vier Reden und zum Abschluss noch einmal Musik. Zunächst einmal möchten wir aber wissen, wie es euch geht. Also hebt die Hände mehrmals. Man gehört ja nie nur einer Bewegung an. Also wenn ihr euch einer Bewegung zugehörig fühlt, hebt die Hände. Erst einmal Umwelt, Klima. Fühlt ihr euch der Umwelt- oder Klimabewegung zugehörig? Ja, da kann man schon applaudieren. Jetzt also die Bewegung soziale Gerechtigkeit. Die Bewegung eher finanzielle Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit. Jetzt die sich einsetzen gegen multinationale Konzerne, freien Handel. Nun, also die sich einsetzen in antirassistischen Bewegungen. Die Feministin. Und ich glaube zuletzt diejenigen, die für den Frieden und internationale Solidarität da sind. Alle. Schön. Und nun schließlich alle aus den Bewegungen für Grundrechte. Sie können applaudieren. Also, wir haben alle RednerInnen gefragt, über die aktuelle Weltlage zu reden, darüber zu reden, was sie hier zur Europäischen Sommeruniversität beitragen wollen. Zunächst also Muriel Guibert. Handelt sich um eine Feministin. Sie spricht hier für eine französische Gewerkschaftsorganisation. Sie möchte über Arbeit sprechen. Muriel.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je suis un peu impressionnée parce que c'est ma première intervention. Voilà. Comme ça alors, voilà. Donc bonsoir à toutes et tous. Alors, les mobilisations dans le monde du travail, elles sont et elles seront à la rentrée centrées essentiellement. Gehen hauptsächlich um die Aufwertung der Bezahlungsgerechtigkeit. In Großbritannien haben wir Streiks, die häufig vorkommen. In Frankreich gibt es große Mobilisierungen für den 29. September zum gleichen Thema. Die Situation der Studierenden, der Arbeitslosen und der Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen ist schwierig. Die Pandemie hat die Situation hier verschlimmert. Das sind die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen generell. Es ist eine Finanzkrise, die aus dem Krieg in der Ukraine resultiert und in einer Energiekrise mündet. Und wir wissen auch, der Appetit der Reichen, die uns ernähren und die aber auch das kapitalistische System verteidigen. Die Menge der Dividenden, die ausgeschüttet werden, haben hier keine Grenzen, egal was die aktuelle Situation betrifft. Das kapitalistische System beruht also auf diesen unterdrückenden Systemen gegenüber Frauen, Minderheiten, alle, die nicht in diese Form der ständigen Wettbewerbsfähigkeit passen. Ein System für soziale Gerechtigkeit, gerechte Arbeitsbedingungen, geringere Arbeitszeiten, die Arbeit wäre in Richtung einem Sinn zu orientieren für den Planeten. Das sind all die Thematiken, die uns beschäftigen in den Gewerkschaften für eine soziale Transformation, die wir auch in unseren Workshops ansprechen werden während dieser Sommeruniversität. Arbeit, dazu wurde mir die Frage gestellt, hier das noch weiter auszuführen. Arbeit, das ist eine zentrale Frage für einen Großteil der Bevölkerung. Es ist auch ein wichtiger Hebel, um zu überzeugen für Kämpfe, für Alternativen, die immer präsenter sind und von mehr und mehr Menschen gesehen werden. Diese Alternativen sind eine Möglichkeit, den Rechtsextremismus zu bekämpfen, der aus Hass sich nährt. Und für uns ist dieser Kampf ebenfalls ein zentrales Thema. Für mich und auch für euch ist der Sinn dieser Sommeruniversität das Zusammentreffen, dass man seine Kämpfe vereint. Einige Beispiele. Man kann die ökologische Wende nicht ohne die ArbeiterInnen durchführen, ohne die, die in den verschmutzenden Industrien arbeiten. In Frankreich gibt es hier eine Organisation, die sich genau damit beschäftigt, eine Bewegung, die soziale und die ökologische Bewegungen zusammenbringt und hier gemeinsame Kämpfe ans Licht bringt und hier alle Kämpfe zusammenbringt. Wir werden also auch Workshops zu diesen Themen haben. Es geht auch darum, Ausbeutung und prekäre Arbeitsverhältnisse zu bekämpfen. Das betrifft hauptsächlich natürlich Frauen, MigrantInnen und Menschen, die sonst diskriminiert werden. Dieser Wandel ist nicht möglich ohne diese Gruppen. Wir müssen hier also auch eine antirassistische Bewegung, eine feministische Bewegung schaffen und unsere Themen gehen auch in diese Richtung. Die Sommeruniversitäten sind ein Organisationspunkt auf europäischer Ebene. Das haben wir gesehen für Feminismus, soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit und so weiter. Und hier werden alle Akteure und Akteurinnen ihre Expertise beisteuern, ihr Wissen. So können wir gemeinsam auftreten und unsere Kämpfe verstärken. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte hier mit euch Schritt für Schritt gemeinsame Mobilisierungen schaffen, über Grenzen hinweg und über unsere sonstigen Aktionsfelder hinweg. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin und aber auch, um gemeinsam hier Kraft zu geben, um gemeinsam unseren Kampf zu schaffen gegen eine
unkontrollierbare Welt. Vielen Dank. Je vais passer la... Nun geht es weiter mit Alberto Sanchez. Er ist Mitglied von Attac Spanien und beschäftigt sich mit Wirtschaft. Es geht um internationale Fragen, um weltweite Steuern, um Kampf gegen Freihandelsabkommen. Und insbesondere geht es um die Abschaffung des Patents auf Impfstoffe. Er wird also sprechen über finanzielle, steuerliche Gerechtigkeit. Good evening, everybody. 2 months ago. Guten Abend. Antonio Stradivari was sold at auction for 14.5 million euros. Previously, the same house, Tarisio, had auctioned another Stradivarius violin, this time the Lady Blonde, for just over 15 million euros. Man hat ein paar Geigen sehr teuer verkauft. Millionen von Euros. Wer hat die gekauft? Wollte man, dass ein Geiger diese spielen würde, oder was? Wollte man, dass Tausende diesen Ton hören würden? Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Diese Instrumente sind Spekulationsobjekte. Banken oder Investitionsfonds haben die gekauft. Die will man später verkaufen für mehr Geld, wie Gold oder Diamanten. Es handelt sich um Finanzgüter, nichts mehr. Aber was hat dies mit meinem Thema zu tun? Fiskaljustiz. Es hat was damit zu tun, erkläre ich. Letztlich gibt es Wechseln, Änderungen. In den globalen Märkten. Man will finanziell Geldeinnahmen kriegen. Es gibt Steuerreformen, damit die Reichsten weniger Steuer zahlen. Was bedeutet das? Die meisten Güter. Es handelt sich um Kommodifizierung. Finanzielle Aktivitäten breiten sich aus. Im Alltag sieht man das durch Privatisierungen. Renten und Wasser, Natur sogar. Deshalb haben wir eine Pandemie von Ungleichheit. Es breitet sich und er hört aus. Der Bericht über Weltungleichheit sagt, dass die Top 10% momentan 52% der globalen Einnahmen bekommt. Die ärmsten 50% bekommt 8,5%. Wir sehen, dass diese 10% immer mehr Geld hat in jedem Land. Also das Trickle-Down-Theory hat einen großen Einfluss gehabt, dieses Herunterrieseln. Das ist eine verdammte Lüge. Es hilft nicht den normalen Leuten. Eine Studie von zwei Briten, David Hope und Julian Limberg vom London School of Economics, hat gezeigt, dass Steuerreformen in über 20 Ländern haben nicht den Wachstum
Reichtum geholfen, sondern eine Stagnation verursacht haben. Leider geht es weiter so. Jetzt gibt es eine Frage. Was machen wir damit? Wie können wir uns, wie können wir dagegen kämpfen? Ist ganz leicht. Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen Rechte und Pflichten. Wir brauchen weniger Spekulation. Es muss transparente, progressive Steuern sind nötig. Man braucht Finanzierung für Politiken, für ein besseres Leben und mehr Gleichheit in Harmonie mit diesem Planet. Fiskale und finanzielle Justiz ist das, ist das Thema. Das ist auch soziale Justiz. ATTAC und andere Organisationen haben relevante Ideen. Man wird mehr darüber lernen bei den Workshops bei dieser Uni. Vielen Dank. Merci, Vielen Dank, Alberto. Nun hat das Wort ein Vertreter einer englischen Bewegung für soziale Gerechtigkeit. Diese Bewegung ist Teil des Netzwerks von ATTAC weltweit. Nick, unser Redner, schreibt gerade ein Buch über Pharmaunternehmen. Ich denke, das ist sehr interessant. Er wird über multinationale Konzerne sprechen und ihre Rolle in der Welt. Nick, du hast das Wort. Thank you very much. Vielen Dank. Zuerst freue ich mich, hier zu sein mit allen unseren Freunden zum ersten Mal nach so langer Zeit. Es fühlt sich toll an, wieder da zu sein. Und wir müssen hier zusammenkommen, wenn wir große Firmen angehen wollen. Ich denke, sie sind im Kern von vielen unserer Probleme. Viele dieser Firmen haben überhaupt die Ausnutzung von vielen Bereichen ermöglicht. Sie sind der Kern, der die Ungleichheit weiter vorantreibt und auch die Zerstörung der Umwelt. Wir müssen sie überwinden und ich denke, das ist eine sehr große Aufgabe. Das Buch, über das gerade gesprochen wurde, ist, das Problem ist vermutlich schlimmer, als wir dachten. In den letzten 3 Jahren habe ich mich mit Impfungsungleichheit auseinandergesetzt. In dem einen Teil der Welt gibt es große Pharmafirmen, die viel Umsatz gemacht haben durch die Pandemie zum Beispiel. Die haben viel Umsatz dadurch, sie haben Umsatz gemacht, häufig mit den Geldern aus dem öffentlichen Hand. Und diese Erfindungen sind dann privatisiert worden. Wir sehen im pharmazeutischen Bereich, dass die Medikamente häufig nicht erforscht werden, die benötigt werden. Tatsächlich kaufen sie vielmehr die Patente auf und versuchen hier ganz viel Einkommen zu generieren. Selbst wenn die Kosten dann bedeuten, dass wir eine Einschränkung haben in der Produktion von Impfungen, die wir ganz dringend in der Welt benötigen. Sie können sich kaum vorstellen, dass es etwas Schlimmeres geben könnte als das Einkommen. Was wichtiger ist an dieser Stelle als das Leben von vielen Menschen. Wir sehen es hier, wie wir das bereits in den Lebenshaltungskosten gesehen haben. Wir sehen auch eine Inflation. Wir sehen, dass
dass viel Einkommen für Aktieninhaber gesammelt werden. Und wir sehen gleichzeitig, dass Menschen nicht mehr heizen können und sich auch nicht adäquat ernähren können. Das ist schrecklich. Aber Sie wissen es, weltweit gibt es so viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir mehr Gleichheit haben. Und es ist notwendig, dass wir hier eintreten. Und in den 90ern haben wir angefangen mit den Antiglobalisierungsbewegungen. Selbst in den Vereinigten Staaten, wo Unternehmen so einen großen Einfluss im politischen System haben, sehen wir trotzdem antimonopolistische Strukturen, die auch Big Tech zum Beispiel angehen. Hier in Europa, ich denke, wir alle haben gemeinsam gegen TTIP gekämpft. Das war ein Gewinn und wir haben es geschafft. Heutzutage in den Lebenshaltungskosten sehen wir, dass es um die Nationalisierung geht vom Energiesektor. Und ich denke, das ist ein großer Wandel von vor 20 Jahren. Und wenn wir uns zum Beispiel El Salvador anschauen, dann ist hier der Bergbau von Metall abgeschafft worden. Pakistan hat auch neue Gesetze geschaffen. Und Südafrika zum Beispiel recherchiert im medizinischen Bereich und die haben die Impfung von Moderna rückverfolgen können und wollen damit die großen pharmazeutischen Unternehmen angreifen. Und ich finde das super spannend. Aber trotzdem geht es nicht nur darum, einzelne Unternehmen anzugehen, sondern auch die Rahmen anzugehen, die das ermöglichen, überhaupt, dass solche Unternehmen entstehen und existieren. Ich freue mich darüber, dass wir Ureinwohner aus El Salvador hatten, die sich dafür eingesetzt haben, dass sie mehr Rechte kriegen. Die Revolution in Sri Lanka, die Wahl von einer linksgerichteten Regierung. Unsere Kameraden in Chile, die sagen, dass die Rechte von Menschen wichtiger sind als die Rechte von Firmen. Und dort sehen wir das Ende vom Neoliberalismus. Und als ESU sollten wir Solidarität schicken an unsere Freunde rund um die Welt. Sie geben uns Kraft und Hoffnung. Ich möchte damit schließen, dass die Herausforderung in dieser Woche ist, dass wir diese einzelnen Fäden zusammenbringen müssen zu einem Großen, um besser erklären können und besser voranzuschreiten, um gegen dieses monopolistische Kapitalsystem vorzugehen. Wir sehen, dass unsere Gesellschaft etwas Neues braucht. Wir wollen neue Wege finden. Wir müssen neue Wege finden. Es passt so nicht mehr zusammen. Die Demokratie und die Firmen passen so nicht zusammen. Denn sie gehen einen Kampf ein. Und wir müssen dieses Modell erneuern. Und das ist unser einziger Weg, gemeinsam zu leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Nick. Wir werden das Mikro an Gerd übergeben, der jetzt uns wieder mit einem Lied begeistern wird. Und danach haben wir noch 4 Redebeiträge. Und dann wollen wir vor 22 Uhr hier fertig sein. Just to remind you, you won't find my name anywhere. Sie finden meinen Namen nicht. Ich heiße Gerd Schinke. And this song? Ich habe dieses Lied zum ersten Mal vor 52 Jahren gehört. Es ist geschrieben worden von einem Amerikaner. Er hieß Phil Oakes.
Er hat in den 60ern politische Lieder geschrieben und gesungen. Und das ist eines seiner bekanntesten Lieder. Es ist schwierig, sich das vorzustellen, dass ein Mann, der solche Lieder schreibt, 76 im Alter von unter 40 Jahren, sich leider das Leben genommen hat. Dieses Lied ist der Grund, warum ich noch singe. There's no place in this world where I belong when I'm gone, and I won't know the right from the wrong when I'm gone, and you won't find me singing on this song when I'm gone, so I guess I have to do it while I'm here. Kein Platz auf dieser Welt ist mein Zuhause nach dem Tod. Niemals atme ich mehr ein und aus nach dem Tod. Bringe niemals mehr ein Wort heraus nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser noch mal hier. And I won't flowing of the time when I'm gone. All the pleasures of love will not be mine when I'm gone. My pen won't pour a lyric line when I'm gone. So I guess I have to do it while I'm here. Ich spüre niemals mehr den Lauf der Zeit nach dem Tod. Ich merke weder Schmerz noch Einsamkeit nach dem Tod. Mein Stift ist zum Schreiben nie mehr bereit nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser noch mal hier. And I won't breathe the bracing air when I'm gone. And I can't even worry about my cares when I'm gone. Won't be asked to do my share when I'm gone. So I guess I have to do it while I'm here. Lust und Freude mir wohl kaum noch bleibt nach dem Tod. Nutzlos man sich bloß Zeit vertreibt nach dem Tod. Keiner fragt, ob man was unterschreibt nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. Then I won't be running from the rain when I'm gone. And I can't even suffer from the pain when I'm gone. Can't say who's to praise and who's to blame when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Von jedem Zwang bin ich dann frei nach dem Tod. Alles ist für mich dann einerlei nach dem Tod. Niemals trag ich meinen Teil mehr bei nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. I won't see the golden of the sun when I'm gone. And the evenings and the mornings will be one when I'm gone. Can't be singing louder than the guns
happens when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Ich seh nie mehr der Sonne helles Licht nach dem Tod. Hell und dunkel unterscheide ich nicht nach dem Tod. Gegen Mord hat mein Schrei kein Gewicht nach dem Tod. Drum glaub ich, schrei ich besser nochmal hier. All my days won't be dances of delight when I'm gone, and the sands will be shifting from my side when I'm gone. Can't add my name into the fight when I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. Hab kein Trotz mehr, wenn ich mich erschreck nach dem Tod. Mut hilft mir nicht mehr aus dem Versteck nach dem Tod. Und Widerstand zu leisten hat keinen Zweck nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's besser nochmal hier. I won't be laughing at the lies when I'm gone, and I can't question how or when or why when I'm gone. Can't live proud enough to die when I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. Dreiste Lügen stören mich nicht mehr nach dem Tod. Ich frag auch nicht mehr, wie und wann und wer nach dem Tod. Und stolz bereit zum Tod lebe ich nicht mehr nach dem Tod. Drum glaub ich, tu ich's noch so lang ich hier. There's no place in this world where I belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. You won't find me singing on this song when I'm gone. So I guess I'll have to do it. I guess I'll have to do it while I'm here. Kein Platz auf dieser Welt ist mein Zuhause nach dem Tod. Niemals atme ich mehr ein und aus nach dem Tod. Und bringe niemals mehr ein Lied heraus nach dem Tod. Drum tu ich's besser noch. Drum tu ich's besser noch. Drum tu ich's besser noch. Solange ich hier. Alors, en fait, je me suis Ich habe mich geirrt, es gibt nicht vier Redebeiträge, sondern drei. Und die erste Rednerin wird über antirassistische Kämpfe sprechen. Das ist Masaida, eine Aktivistin ohne Grenzen. Und sie kommt aus London und ist auch bei der Organisation Another Europe is Possible engagiert und hat ein Buch geschrieben, Creeping Fascism, über den sich ausbreitenden Faschismus. Vielen Dank, Alice. Vielen Dank. Ich arbeite mit Another Europe is Possible. Wir haben gegen Brexit gekämpft. Es ist ein rassistisches Projekt aufgrund von Anti-Immigrant-Einwanderung. Wir kämpfen weiter
gegen die Effekte vom Brexit. Brexit hat große Inflation momentan, das ist relevant, hat mit Rasse zu tun. Es hat einen Einfluss auf die ärmsten Migrantengemeinden im Land. Während der letzten 6 Jahre meiner Arbeit bei der Linke habe ich öfters über Rasse und Rassismus gesprochen. Manchmal hat man mich eingeladen, hört man mich gut. Jo. Manchmal habe ich spontan angefangen, ohne Einladung. Das habe ich gesehen. Das Thema Rasse ist öfters unbequem für viele Leute. Am Ende, in den meisten linken Räumen, ist es gut, dass man sich unbequem fühlt. Wahrheit ist, dass wenn ich oder Aktivisten von Minderheiten in weißen Räumen sind, fühlen wir uns unbequem. Man macht uns eine Minderheit in diesen Räumen. Noch ein Grund. Die Linke und Progressisten sagen, dass sie repräsentieren die Arbeiterklasse. Aber in vielen traditionellen linken Räumen, ein großen Teil der Arbeiterklasse ist nicht da. Denken wir dann also an die Arbeiterklasse. Auch man sollte global denken, nicht nur in Europa, nicht nur in unseren Staaten, sondern überall auf der Welt. Fakt ist, eine große Minderheit der Arbeiterklasse kommt aus rassialisierte Gemeinden. Leute aus ehemaligen Kolonien, die immer noch ausgebeutet werden. Wir haben heute so vom Beispiel vom Impfstoff gehört. Diese Leute sind die Arbeiterklasse. Migrantengemeinden sind der Proletariat heute. Wir sind Busfahrer, Überfahrer. Ich wohne im Osten Londons, in Forest Gate. Da wohnen viele Minderheitsgemeinden. Gestern Abend wollte mein Nachbar 8 Pfund, damit seine Familie essen könnte. Er macht Putzarbeit beim Krankenhaus. Er hat Geldprobleme. Er ist Einwanderer. Er wird jetzt unter der Inflation sehr leiden. Ich arbeite bei der Linke. Diese Gruppe ist sehr wichtig, aber sie ist abwesend in vielen Orten, wo die Linke ist. Das will nicht sagen, dass diese Minderheitsgemeinden sich nicht organisieren. Das machen sie doch. In vielen Städten in Europa und auf der ganzen Welt. Es gibt viele Beispiele dafür in der Geschichte. Aber die traditionelle Linke und diese Bewegungen haben keine Verbindung mit den Gemeinschaftsstrukturen dieser Gemeinden. Wir sollten unsere Hoffnung nicht verlieren. Wir sollten doch mehr arbeiten, um diese Verbindungen aufzubauen, ihnen Plattformen zu geben. Und die am meisten Betroffenen sollten mit uns gegen den Rassismus arbeiten. Deshalb sage ich, eine andere Europa ist möglich. Meine Organisation wird einen Workshop über Anti-Islamophobie machen. Heute am Freitag um 10 Uhr in W223. Wir haben ein Panel von Aktivisten von ganz Europa, von
Minderheitsgemeinschaften mit Islamophobie-Erfahrungen. Diese Frauen sind Teil von Bewegungen gegen Rassismus, gegen Frauenhass, gegen Neoliberalismus. Sie kommen aus Großbritannien zum Beispiel. Ich heiße Aziz, arbeitet sehr viel. Die drei Hijabis war eine Kampagne, die sie angefangen hat gegen Rassismus im Fußball. Sie arbeitet beim Rathaus für Labour. Auch Quartier Populaire ist da, eine selbstorganisierte Gruppe in Frankreich gegen das Wachstum des extremen Rechten. Mehwe Sakhin, der linke Repräsentant, ist da. In Salingen, aus Salingen. Kommen Sie, machen Sie bitte mit. Als Alliierte von den Muslimen in Europa zu sein, so können wir sehen, wie wir dagegen wirken können. D050 D050 W233 am Freitag. Es gibt viele Beispiele in ganz Europa, aber das wissen Sie schon. Wir sollten etwas machen zusammen bei diesem Workshop. Es gibt noch ein wichtiges Workshop. Danke an Bernardino von CDTIM, auch European Alternatives und Global Justice Now. Keine sichere Europa ohne sichere Welt. Morgen um 16 Uhr S103. Dieses Workshop handelt von vom Bau einer internationalen Friedensbewegung. Wir stehen in Solidarität mit Ukraine gegen die Einmarschung von Russland. Wir haben Solidarität mit den Friedenskämpfern in Russland gegen die Putin-Regierung. In Großbritannien, Russlands Krieg gegen Ukraine hat interessante Diskussionen verursacht. Die Europäische Union akzeptiert ukrainische Flüchtlinge, und das ist richtig. Man könnte doch auch sogar mehr machen, natürlich. Großbritannien hat eine rassistische Grenzverwaltung. Mindestens sieht man jetzt ukrainische Flüchtlinge willkommen. Das sieht man zumindest. Das sieht man nicht für Leute aus Afghanistan, die von den Talibanen fliehen, oder für Leute aus Syrien oder Asylbewerbende aus Kriegsregionen im globalen Süden. Warum? Rassismus ist der Grund dafür. Es liegt auf der Hand. Für viele weiße Europäer sind Menschen, aber im globalen Süden ist Krieg angeblich normal. Wir Leute von Friedenskampagnen in Polen, Ukraine, Russland, Frankreich werden von dieser Arbeit, von der Friedensbewegung sprechen. Morgen um 16 Uhr S103. Ich möchte euch da wiedersehen. ESO hat ein ganzes Forum über Intersektionalität. Wir sehen uns auch da. Wir werden so zusammenarbeiten gegen den Rassismus, um eine antirassistische Bewegung aufzubauen. Es ist super, so viele Leute hier präsentiell zu sehen nach der Pandemie. Es ist eine Freude, hier zu sein. Vielen Dank an den Veranstaltern und also Markus, Christian, Dirk und viele andere. Ihr habt viel gemacht, um dies zu organisieren. Danke.
Merci beaucoup. Vielen Dank. Nun hat also das Wort Judith Tamler von Attac Deutschland. Judith hat diesen Nachmittag das erste Forum der Universität organisiert, also das Flinter-Plenum. Es ging um feministische Themen, um Rechte für Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community. Judith hat das Wort. Vielen Dank. Es fällt mir am einfachsten. Okay, danke. Ja, ich bin Judith, ich bin eine der Vertreterinnen des Flinter-Plenums von Attac Deutschland, und wie es gerade schon angekündigt wurde, haben wir uns heute Nachmittag vor dem offiziellen Beginn dieser Europäischen Sonnenuniversität schon mit anderen Aktivistinnen aus Frankreich, aus Polen und anderen Ländern zusammengesetzt. Ich muss vielleicht kurz erklären, was mit Flinter-Plenum gemeint ist. Wir konnten heute aufgrund der Kurzfristigkeit keinen richtig sicheren Safe Space organisieren, aber wir hatten immerhin die Möglichkeit, Männer darum zu bitten, uns diesen Raum heute Nachmittag zu überlassen und diesen Raum zu respektieren für Frauen, für Lesben, für Intersexuelle, für Non-Binary Persons, für transsexuelle Menschen und für Agender-Menschen. Da wir erleben, wie es gerade eben auch schon beschrieben wurde, auch in unseren eigenen Strukturen erleben wir immer noch, dass es unterschiedliche Privilegien gibt, dass Cis-Männer auch in unserer Welt immer noch mehr Privilegien haben und dass sich das durchaus auch immer wieder auf unsere Zusammenarbeit auswirkt. Und deswegen haben wir in Deutschland, ich glaube, vor 3 Jahren damit begonnen, bei jeder Sommerakademie, bei jedem Ratschlag von Attac Deutschland einen sicheren Raum zu fordern, in dem wir uns austauschen können, in dem wir uns vernetzen können. Das haben wir heute Nachmittag gemacht, und wir haben ein paar Bitten, Forderungen zusammengesammelt, die ich heute stellvertretend auch an euch als alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ESU richten soll. Zunächst freuen wir uns sehr, dass es gelungen ist, bei dieser ESU eine Awareness-Struktur auch aufzubauen. Alice hat sie vorher schon vorgestellt, an die sich Menschen wenden können, wenn sie in Situationen kommen, in denen sie sich nicht respektiert oder sogar bedroht oder diskriminiert fühlen. Wir sind sehr dankbar für diese Awareness-Struktur und möchten alle auch ermutigen, diese wo nötig zu nutzen. Wir hatten außerdem uns darauf geeinigt, dass es solche Pläne auch bei zukünftigen Sommerakademien, europäischen Sommeruniversitäten weiterhin vermutlich brauchen wird, weil wir diese Räume brauchen, um uns zu vernetzen, um ein Empowerment zu schaffen. Und wir haben die ganz wichtige Forderung heute Nachmittag herausgearbeitet, dass alle, die an dieser ESU teilnehmen, vielleicht auch auf sich selber schauen können, ihre Privilegien checken können, schauen können, ob sie gerade richtig mit diesen Privilegien umgehen oder ob es vielleicht hilfreich ist, auch andere Personen, die marginalisiert sind, mal zu Wort kommen zu lassen, zu empowern, sodass es einen gleichberechtigten Diskurs zwischen allen gibt. Und ein Spruch steht schon an der Tafel: Each plenary, each session, each day is a Flinter Day. Und wir möchten euch herzlich einladen und bitten, bei allen Veranstaltungen, bei allen Foren und bei allen Workshops, an denen ihr mitwirkt, immer auch die feministischen Aspekte und Flinter-Aspekte, die es in fast allen politischen Themen, die uns in der Globalisierungskritik bewegen, gibt, mitzudenken und auch zu adressieren und anzusprechen und Leute zu ermutigen, sich darüber auch Gedanken zu machen. Denn die Welt, die wir erleben, mit einem massiven Rechtsrutsch, wie er sich teilweise in vielen Ländern abzeichnet, erleben wir auch so, dass die Angriffe immer zuerst auf die Körper von Frauen, Flinter-Personen, Transsexuellen und so weiter gehen. Und wir erleben massive Backlashes und erleben, dass Flinter-Personen oft zuerst darunter leiden. Und ich glaube, das sollten wir in unserer politischen Analyse ernst nehmen und in unserer politischen Praxis. Dafür vielen Dank, und ich wünsche euch eine wunderschöne ESU. Also, unsere vorletzte Rednerin hat nun das Wort. Es wird um internationale Solidarität gehen. Unsere Rednerin kommt aus Madrid, lebt aber in Genf.
Sie hat beim feministischen Streik in der Schweiz mitgemacht, an dem sehr viele Menschen teilgenommen haben. Sie ist in Kontakt mit anderen feministischen Streiks überall auf der Welt. Also das Wort hat nun unsere vorletzte Rednerin. Guten Abend. Die Bewegung des Feminismus ist etwas, was wichtig ist. Frauen sind nicht aufhaltbar. Frauen, wir müssen mit Frauen rechnen. Das liegt nicht, es ist kein Zitat von mir. Sie ist eine Feministin, eine französische Feministin. Ich wusste gar nicht, dass sie aus der Schweiz kommt. Tatsächlich wohnt sie bei mir in der Nähe. Ich habe festgestellt, wie wenig Ahnung ich hatte von Feminismus, obwohl ich so viel über Feminismus gelesen habe und so viele Klausuren abgelegt habe. 2018 war ich kurz vor einem Burnout und hatte keinen Job. Ich war auch kurz vor einer Depression, vor allem, weil ich diskriminiert wurde. Ich habe in der Schweiz gelebt 2018 und die ESU war in Grenoble. Ich möchte hier auch bei allen Teilnehmenden mich bedanken. Ich bin bestärkt worden und viele haben mich daran auch bestärkt, dass ich heute hier bin. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber in dem Moment habe ich darüber nachgedacht, wie ich regional, lokal, aber national und auch international agieren kann in der Schweiz. In Genf waren 70.000 Menschen. In der ganzen Schweiz sind 500.000 Menschen gewesen. Das scheint vielleicht klein zu sein. In Spanien waren 6 Millionen Menschen auf der Straße. Wie ist das passiert? Ich war in Verona und dort haben sich weitere Aktivisten getroffen, unterschiedliche Aktivisten. Und wir hatten einen Safe Space, um untereinander uns auszuteilen. Wir haben uns ausgetauscht und es ist wichtig, wie komplexe Systeme funktionieren und wie wir die Punkte miteinander verbinden müssen und können und wie wir auch unterschiedliche Bewegungen miteinander kombinieren können. Es ist wichtig, dass wir einander zuhören. Und wir sollten uns nicht untereinander streiten und uns dieser Umwelt aussetzen. Wir sollten die ESU dazu verwenden, uns auszutauschen und soziale Bewegungen miteinander vernetzen. Wir müssen uns auch den unbequemen Wahrheiten stellen. Und wir müssen feststellen, wie unser Kampf sich weiterentwickelt und sich weiterentwickeln wird. Jeder hat hier etwas beizutragen. Und jeder kann zu jedem Kampf auch beitragen. Und das ist notwendig. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir uns austauschen und dass wir uns gegenseitig unterstützen und den Rücken stärken. In der Schweiz, in Genf, sagen wir, dass wir solidarisch sind mit den Frauen weltweit, solidarisch mit allen Frauen. Und ich fand das super. Als ich in Verona war und wir da protestiert haben für Abtreibungsrechte, waren tausende Menschen auf den Straßen, die gesagt haben, dass sie sich gegen Abtreibung sprechen. Und ich habe mich entschieden, alle Menschen nach Genf einzuladen. Am 14. Juni haben wir einen Streik. Wenn Sie sich fragen, warum das der 14. Juni ist, dann gibt es morgen einen Termin und ich erkläre Ihnen das. Am 14. Juni. Warum sollen wir nicht ein grenzüberschreitendes Treffen haben, ein feministisches Treffen zwischen den unterschiedlichen Streikenden? Die Frauen kamen und sie sind gemeinsam mit uns gelaufen.
dann bin ich zu den Vereinten Nationen gegangen. Und ich fand es fabelhaft, dass so viele Leute da waren, die auch auf diesem Platz sich treffen sollten, während man sich für Menschenrechte eingesetzt hat. Es geht um die Menschenrechte. Und vielleicht ist es wichtig, dass Menschenrechte auch Frauenrechte sind und nicht nur Männerrechte sind. Ich fand es spannend. Wir wollten die Angestellten der Vereinten Nationen bitten, rauszukommen. Und die kennen das auch. Sie kennen genau dieselben Probleme wie wir auch. Und auch sie brauchten Lösungen. Als ich mit ihnen gesprochen hatte, sagte er, sie dürfen raus und sie dürfen mit Schweizer Frauen gehen, um Solidarität auszusprechen. Wenn der Generaldirektor der UN in Genf sagt, für Solidarität können sie rausgehen. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Sie müssen rauskommen wegen der Verantwortung. Denn die Frauen dort sind genauso verwundbar wie wir auch. Das ist egal, wo sie herkommen, egal aus welchem Land sie kommen. Die Situation ist besonders in jedem Land. Und diese internationalen Angestellten, die hier auch für die Solidarität für uns aussprechen können, das war etwas Besonderes, weil sie 2 Stunden freigestellt worden sind dafür. Aber das ist kein Konflikt zwischen Ländern, sondern es geht um Menschen, die in einem Land für Länder arbeiten. Und sie müssen sich auch dessen bewusst sein und mit uns marschieren an dieser Stelle. Und ich habe hier mich mit Solidarität auseinandergesetzt. Wir zeigen Solidarität mit El Salvador, in Chile, in der Ukraine. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es eine weltweite Situation ist. Auch mit den sozialen Netzwerken. Wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Wir müssen 1000 Briefe schreiben. Es reicht nicht zu unterzeichnen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen uns in Bewegung setzen als soziale Bewegungen. Eventuell stehe ich nicht für all das ein, was in den Briefen steht. Aber sie kämpfen für etwas. Sie haben dafür gearbeitet. Sie haben sich auf diesen Brief geeinigt. Und wenn sie etwas erreichen, dann müssen wir uns dafür einsetzen gemeinsam. Ich bin nicht diejenige, die sagt, dieser Absatz, der passt mir nicht. Sondern meine Aufgabe ist es, mich auch hier einzusetzen. Wir müssen einander unterstützen und den Rücken stärken. Denn jeder von uns hat mal einen Kampf. Und jeder braucht mal die Unterstützung des anderen. Natürlich können wir die Debatten haben in den sozialen Bewegungen. Das ist auch wichtig. Wir brauchen auch Safe Spaces. Aber wir müssen einander stärken und uns dessen bewusst sein, dass wir gemeinsam vorangehen. Wir müssen hier sagen, hey, das ist dein Kampf, aber ich bin da, ich unterstütze dich, ich halte den Rücken frei. Ich bin da für dich. Wenn es darum geht, Dinge zu verteidigen, wie kann ich solidarisch sein mit den Menschen in der Ukraine oder Menschen in der Grenzregion, Menschen in Russland? Wie kann ich das helfen? Und ich muss da handeln, sofort. Wir müssen weitermachen. Und wir müssen weitermachen, als nur solidarisch zu sein, sondern wir müssen handeln. Wir müssen stark sein, wir müssen stolz sein und wir müssen unseren Feminismus weitertragen. Liebe Männer, ihr müsst mitmachen, ihr müsst uns helfen und uns unterstützen. Es geht um sozioökonomische Folgen. Ihr müsst euren Bereich finden und weitermachen. Ihr müsst einen Weg finden, wie ihr euch einbringen könnt. Ich habe den Flinter-Workshop mitgemacht und es ist gefragt worden, ob es ein Treffen gibt von Menschen, die keine Cis-Männer sind. Und ich bin immer überrascht,
Warum gibt es nie eine Gruppe von Männern, die sagt, warum sind wir nicht eingeladen? Wieso können wir uns hier nicht einbringen? Wie können wir diese Menschen unterstützen? Denn Feminismus gibt es seit 1907. Das ist eine Bewegung, die nicht aufgehalten wird. Wir befinden uns in einem Wendepunkt. Das Paradigma ändert sich. Und wir brauchen eure Unterstützung und ihr müsst uns stärken. In den letzten Jahren gab es zwei Punkte, wo ich dachte, Mensch, endlich haben sie es verstanden. Ich habe gedacht, Covid-19, jetzt verstehen die Menschen etwas. Und die Menschen haben sich an die Fenster gestellt und haben geklatscht für die Pflegekräfte. Und da habe ich gedacht, super, wir haben was geschafft für die Pflegekräfte. Und dann haben wir festgestellt, das sind die Menschen gewesen, die geklatscht haben, die wussten, dass wir Probleme im Gesundheitssektor haben. Das waren nicht die Menschen, die jetzt nicht vorhanden, nicht anwesend sind. Oder es sind nicht die Menschen, die am Samstag mit uns demonstrieren werden. Der zweite Schritt oder Punkt war der Krieg in der Ukraine. Und die Frage, was machen wir? Ich meine, jeder kennt die Geschichte. Jeder, der sich mit der Presse auch auseinandersetzt und sieht, dass es passiert. Lass uns unser Ego zur Seite stellen und lass uns hier handeln und lass uns verantwortungsbewusst sein. Und wenn wir eine Lücke sehen, wo vielleicht wir nicht direkt reinpassen, aber wo wir die Bedürfnisse anderer Menschen vor unseren eigenen stellen können und deren Bedürfnisse identifizieren können, dann lass uns diese Menschen stärken und unterstützen. Und lass uns gemeinsam verantwortungsvoll international handeln. Vielen Dank. Merci beaucoup, Noémie. Et donc also nun kommt die letzte Rednerin heute. Sie setzt sich ein in Frankreich für Menschenrechte. Insbesondere geht es um Wahlrechte für Menschen aus dem Ausland in Frankreich. Thank you. Well, Vielen Dank. Ich spreche zum ersten Mal bei einer europäischen Versammlung, zum ersten Mal auf Englisch. Hoffe, dass man mich versteht. Vielen Dank an Attac Deutschland. Diese Initiative, LDR schlägt droit l'homme. Vielleicht werden wir diesen Namen ändern. Französische Verband für Menschenrechte hat mit dem Aufbau von dieser Veranstaltung gearbeitet. Wir machen Austausch mit den Veranstaltern vom Widerstand und Alternative. Im Mai waren wir in Matera beim Festival Sabir. Im europäischen Rahmen haben wir über Themen von Migration, internationale Solidarität gesprochen. Im November werden wir in Florenz sein beim 20. Jahrestag des ersten Europäischen Sozialforums. Danke an unseren Freunden aus Italien. Da können wir über Strategien und sprechen und mögliche Antworten aufbauen im Zusammenhang von den systemischen Krisen und Aufbau vom extremen Rechten. Wir sind auch hier in Mönchengladbach. Wir verteidigen Menschenrechte. LDR stammt vom Jahre 1898. Vom Anfang an verteidigt es alle Rechte. Zivile, politische, ökonomische, soziale, kulturelle Rechte. LDR arbeitet in neuen Domänen auch. Wir wollen Zugang für alle Rechte, für alle. Das ist ein guter Ansatz für Mobilisationen und damit man für Emanzipation kämpft.
bekämpfen kann. Jetzt gibt es Zerstörung von Ökosystemen, gibt es Anfragen nach Entwicklung basiert auf Solidarität. Dieser Ansatz von den Rechten ist ganz stark. Viele Leute sprechen von Menschenrechten, aber nicht im gleichen Sinn. Es ist Grundthema für die Kämpfe in unseren Gesellschaften. Man kann diese auf drei verschiedenen Weisen denken. Was ist die Gesellschaft? Am Rechten und am Extremrechten radikalisiert man. Sie wollen Identitäten, die exklusiv sind. Sie denken, dass unsere Gesellschaften können nicht Rechte für alle garantieren. Man muss einige ausschließen. Sie haben viele Fantasie für diese Grenzungen. Einwanderer, Ausländer, Muslimen, LGBTIQ+-Gemeinschaften. Wir wissen, dass die schlimmsten Lügen in der Gesellschaft bauen auf diesem Ansatz. Die neoliberale Verwaltung der letzten Jahrzehnten hat einen anderen Ansatz. Sie wollen Gleichheit durch das Recht und die Bildung. Sie wollen nicht Rechte für alle. Individuelle müssen in der Lage sein, um Zugang zu gelangen. Dieser Ansatz bedeutet, dass viele verwundbare Leute hintergelassen werden mit mehr Armut. Wir sind eine dritte Gruppe, total anders. Was wollen wir? Eine Gesellschaft mit Zugang von alle Rechte für alle, besonders politische Rechte für alle. Das schließt Ausländer ein. Wir wollen Solidaritäts und Werkzeuge, also Inklusivität, Gleichheit und Demokratie. Wir werden von den Herausforderungen sprechen. Wie können wir mobilisieren für eine gute Gesellschaft? Wir wollen unsere Antworten verreichern, um gegen die geirrten Ansätze zu kämpfen. Ich werde jetzt Antonio Gramsci zitieren. Das ist relevant für heute und für die Agenda, für die Debatten. Wir sollten einen intellektuellen Pessimismus mit einem Optimismus des Willens kombinieren. Wir wollen Frieden auf der Welt. Es ist eine europäische Veranstaltung. Ich möchte von Stop Settlements sprechen. Eine zivile Initiative gegen die Settlements in Palästina. El Desh und Attac unterstützen diese Petition. Hilf uns bitte, wir wollen 1 Million Unterschriften gegen diese Projekte. Die findet man bei Hashtag Stop Settlements im Internet. Danke. On va finir. Wir beenden den Abend mit einem Lied von unserem guten Freund. Aber zunächst einmal Applaus für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Dankeschön. Merci d'être. Vielen Dank, dass ihr alle bis heute Abend geblieben seid zu dieser Eröffnungsveranstaltung. Weiter geht es morgen früh ab 10 Uhr für die Foren und Workshops.
Natürlich kann man sich auch draußen treffen oder bei der Bar oder zu einem Kaffee. Vielen Dank noch einmal an alle und am Ende nochmal ein Lied. Vielen Dank. The song was written by Steve. Steve Forbert hat es geschrieben, dieses Lied. Aus Amerika. Good planets are hard to find. Temperate zones and tropic climes. True currents in thriving seas. Winds blowing through breathing trees. Strong ozone and safe sunshine. Good planets are hard to find. Gute Planeten sind eine Seltenheit. Mit Herbst und Frühling jeder Jahreszeit. Im Sommer heiß und in den Wintern kalt. Mit warmen Zonen, Wiesen, Regenwald. Kühlen Schatten und mit Fruchtbarkeit. Gute Planeten sind eine Seltenheit. Good planets are in demand. Clean beaches and sparkling sand. Land masses with room to spare. Planeten sind schwer gesucht, erschwinglich bist du auch nicht betucht. Gut durchweht von angenehmem Wind, mit schönen Stränden, die noch sauber sind. Halbwegs leer und noch nicht ausgebucht. Gute Planeten, die sind schwer gesucht. Keiner hört noch zu, blöd wie Menschen sind, ist hier weit Friedhofsruh. Good planets are rare indeed, rain falling on crops and seeds, big rivers and good tops spoil, full sources and from cane to oil. Gardens of all we need. Good planets are rare indeed. Gute Planeten, die sind sehr gefragt, wo keine Giftschleuder im Himmel ragt. Mit klaren Flüssen und mit weiter Sicht an Energie und Nahrung mangelt's nicht. Ergiebig lange noch nicht abgenagt. Gute Planeten, die sind sehr gefragt. Der Verstand ist blind, keiner hört noch zu. Blöd wie Menschen sind, ist hier bald Friedhofsruh. And the mind don't know, if the heart can see. Let the blind man go. Scars and few, earthworms and caribou, strong food chains and tasty meats, textiles and plants that heal, iron mountains and skies of blue. Good planets are scars and few. Gute Planeten, die sind ziemlich.
einen findet, bleibt am besten da. Passt auf ab und zu ein bisschen auf, dass er gepflegt wird, denn sonst geht er drauf. Wenn du zweifelst, glaub mir, es ist wahr. Gute Planeten, die sind ziemlich rar. Ich hätte noch ein Geschenk, und zwar ein Lied für Attack. Ich habe für sie diverse soziale Bewegungen Lieder geschrieben. Und jetzt hat auch Attack seins. Beziehungsweise ich habe mein Lied zu Attack, sagen wir es mal so rum. Attack, das heißt, nimm es nicht einfach hin. Im Leben steckt mehr, als man dir bietet drin. Auf Abstand willst du mehr, als man dir gibt. Pass auf, dass man dich nicht auf Seite schiebt. Wehr dich am besten damit, zeigst du Mut. Warte nicht, ob irgendwer was für dich tut. Nicht einfach zu. Überhört man dich, wer wichtig ist, bist du. Wenn man dich übern Tisch zieht und dich Ohnmacht quält, wehr dich und zeigt, dass dir Mut nicht fehlt. Heißt, schau über den Horizont, sieh mehr als jeder, der am Pool sich sonnt. Blick hinter die Kulissen, deck Schmutz und Schwindel auf und nimm zur Streitvermeidung nichts in Kauf. Wehr dich am besten, damit zeigst du immer Mut. Irgendwer was für dich tut, wessen Interessen sind.
sein. Soll's besser werden, dann kommt's nicht von allein. Nimm so in Angriff, dass dich keiner bremsen kann. Glaub nicht, es käme von selber irgendwann. Ja, ich finde es immer ganz gut, sich für ein Geschenk zu bedanken, und das wollte ich nochmal machen, weil Gerd Schinkel ist wirklich jemand, der auch gerade hier in der Nähe im rheinischen Braunkohlerevier seit circa 5 Jahren den Widerstand wirklich permanent begleitet. Er hat, glaube ich, über 300 oder bald 400 Lieder zu dem Widerstand allein geschrieben, und ich wollte nochmal auch den Namen hervorheben, weil er steht ja sonst nirgendwo. Und wenn man selbst den Namen nennen muss, nicht so ganz gut. Also Gerd Schinkel, vielen Dank.